Herzlich willkommen beim Lab Talk. Wir sind heute hier zusammen mit ich mit meinen Podiumsgästen, um über ein Thema zu diskutieren, das gerade sehr aktuell ist. Es geht um Contact Tracing, es soll auch um E-Health gehen, aber vor allem eben um das Thema Corona als Innovationsschub in der Gesundheit. Und leider in dem Kontext müssen wir das Ganze mit einem Fragezeichen versehen. Aber ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir zahlreiche Experten gewinnen konnten, um verschiedene Schlaglichter auf ein Thema zu legen, das gerade wieder so viele Schlagzeilen auch dominiert. Wir sind in gewisser Weise noch inmitten einer Krise, unter Anführungszeichen, einer Corona-Krise, die mit einem Virus, SARS-CoV-2, zu tun hat, die uns alle betrifft, ob es nun um den Arbeitsmarkt geht, um Bildungspolitik, um die Schulöffnung im nächsten Herbst. Und über viele dieser Aspekte wollen wir an der einen oder anderen Stelle heute hier diskutieren. Sie schauen uns live auf Facebook zu oder auf YouTube oder schauen diese Sendung nach, weil auch wir hier im Neos Lab noch nicht im normalen Modus operandi sind und hier viele Gäste begrüßen können. Aber auch das wird sich gegebenenfalls in den nächsten Wochen und Monaten noch ändern. Sollten Sie Fragen haben an einen oder eine meiner Diskutanten, bitte einfach hier unten reinschreiben. Sie werden mir nachher entweder weitergeleitet oder per Handreichung noch gegeben. Aber an dieser Stelle möchte ich gerne einmal meine Diskutanten vorstellen. Wir haben hier zu meiner Linken Claudia Wild, die Geschäftsführerin von HTA Austria. Sie hat Kommunikationswissenschaften, Psychologie, Politikwissenschaften studiert, ist seit 2020 eben Geschäftsführerin des Austrian Institute for Health Technology Assessment. Sie war als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Technikfolgenabschätzung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaft mit dem Aufbau und der Leitung des Arbeitsbereiches Health Technology Assessment betraut und ist unter anderem in den vielen Funktionen auch im Fachbeirat für Gesundheitsstatistik, der Statistik Austria tätig. Und das Thema Daten ist ja eines, das uns heute sicher an der einen oder anderen Stelle beschäftigen wird. Neben ihr sitzt Martin Sprenger, Public Health Experte, das wohl bekannteste ehemalige Mitglied des Expertenstabs in der Corona Taskforce des Gesundheitsministeriums. Er studierte Medizin in Wien und Graz, ist ausgewiesener Public Health Experte, hat in Neuseeland dazu studiert und ist auch Vorstandsmitglied des Österreichischen Forums Primärversorgung im Gesundheitswesen und hat gerade auch ein aktuelles Buch verfasst. Wir haben in den letzten Tagen auch den einen oder anderen Link dazu ausgeschickt, das ein sehr persönlich gehaltenes, auch in die Richtung Tagebuch geht und sich mit dem Corona-Rätsel beschäftigt. Ich hoffe, wir werden heute an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch an der Auflösung dieses Rätsels mitarbeiten. Danke für auch Ihre Zeit. Und Stefan Gara, mir gegenüber, ist Neos Wien-Sprecher für Stadtentwicklung, Energie, Klimaschutz, Gesundheit, Standort, Wissenschaft und Forschung. Er ist Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat, seit 25 Jahren auch als Unternehmer im Umwelt-, Energie- und Mobilitätsbereich tätig. Sein Hintergrund ist der eines promovierten Physikers, der sich aber eben gerade im Bereich der internationalen Technologiepolitik und dem Innovationsmanagement auch viel Erfahrung gesammelt hat, unter anderem bei der Siemens VHI und der Metals Technologies und Unternehmen, Politik und Städte beraten hat, gerade dann, wenn es darum ging, auch Innovationen und Innovationsprojekte zu initiieren. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir auch immer bei unseren Lab Talks versuchen, nämlich nicht nur den Problemaufriss zu gestalten, sondern gegebenenfalls auch zu schauen, was denn hier die Zukunft bringt und was man denn positiv gestalten kann. Vielen Dank jedenfalls für Ihr Erscheinen und ich freue mich auf die Diskussion. Es geht in gewisser Weise nicht ganz ohne einen aktuellen Abriss, weil das Thema in den vergangenen Tagen viele in den sozialen Medien und in den Massenmedien natürlich sehr umgetrieben hat. Wir haben per heute etwas mehr als 1.000 aktive Corona-Fälle. Vor einer Stunde ungefähr, am 7.7. um 14 Uhr, wurde in Oberösterreich wieder eine allgemeine Maskenpflicht in öffentlichen Räumen verkündet. Also es tut sich ganz offenbar mit dem Infektionsgeschehen wieder etwas und das ist etwas, was wieder die mediale Aufregung um dieses Thema
mit sich bringt. Mich würde in einer ersten Runde ein bisschen interessieren, auch aus den verschiedenen Perspektiven, politisch, vielleicht statistisch von den Daten, beziehungsweise dann auch medizinisch, was nehmen Sie oder wie beurteilen Sie das aktuelle Geschehen? Ist das etwas, was die aktuelle Aufregung rechtfertigt, oder ist das etwas, was absehbar unter Anführungszeichen neue Normalität ist? Oder sieht man hier schon auch gegebenenfalls positiv gezogene Lehren aus den ersten 3 Monaten an Umgang mit dieser Corona-Krise 2020? Darf ich vielleicht direkt an meiner Seite beginnen? Ich glaube, ich würde jetzt für Gelassenheit plädieren, aber diese Gelassenheit hätte ich wahrscheinlich auch schon vor einigen Monaten zum Ausdruck gebracht, dass das absolut nicht gerechtfertigt gewesen ist, alle Spitäler zu schließen, beziehungsweise die elektiven Operationen abzusagen, Stationen zu schließen, weil wir so offensichtlich gut versorgt sind in Österreich, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering war und jetzt erst recht ist, dass wir an unsere Grenzen kommen in den Spitälern. Also Gelassenheit, hinschauen. Ist das jetzt schon bereits die zweite Welle? Hat jemals irgendeiner definiert, was die zweite Welle eigentlich ist? Ab welchem Punkt wir dieses Wort in den Mund nehmen? Mal schauen. Haben Sie für sich eine Definition? Nein, ich habe für mich keine Definition, aber ich hätte mir auch darüber den Kopf zerbrechen können, was ich bei der ersten Welle für eine Definition hätte, ab wann ich mit derartig radikalen Methoden eigentlich eine ganze Gesellschaft herunterfahre oder ob Österreich einfach ein Lemming war von einer weltweiten Bewegung, genau das zu tun, was alle anderen auch getan haben, oder ob eben dort auch eine Reflexion dahinter gewesen ist, warum wir eine Gesellschaft herunterfahren. Herr Sprenger, wie würden Sie die aktuelle Lage beurteilen? Naja, solange wir testen, werden wir Fälle finden. Also wir könnten auch auf etwas anderes testen und würden halt das andere finden. Also das wundert mich jetzt nicht besonders. Was mich eher wundert, ist, dass wir das, was wir finden, noch nicht differenzierter betrachten. Also ich glaube, inzwischen haben wir gelernt, dass diese Tests ja nur Viruskontamination feststellen und keine wirkliche Infektion. Jetzt könnte man noch schauen, wie viele von denen fühlen sich wirklich krank, die da gerade getestet werden, und wie ist auch der Krankheitsverlauf, landen die überhaupt im Spital? Also ich glaube, dieses Geschehen einmal differenzierter zu betrachten, das wäre schon einmal wünschenswert. Also das habe ich so das Gefühl, das haben wir irgendwie auch immer nicht richtig gelernt. Ja. Das heißt, Sie würden auch gar nicht so sehr auf diese Zahl einfach aktive Fälle schauen und steigen? Positiv Getestete sind einmal nur positiv Getestete, wobei wir nicht wissen, wie viele von denen richtig positiv sind, ja. Aber positiv getestet hast einfach nur, dass Virusbestandteile gefunden worden sind. Jetzt kann die Person natürlich auch einen aktiven Virus haben, kann also wirklich infektiös sein. Aber entscheidend ist doch bitte, ob die Leute krank werden und dann auch in die Krankenversorgung kommen. Also sonst haben sie einfach eine ganz normale Erkältung. Mhm. Und ich glaube, das einmal differenziert darzustellen, wäre schon gut. Ja. Ich habe in meinem Medienkonsum auch die letzten Tage darauf geachtet, ob diese Zahl gekommen ist, nämlich zum Beispiel inwieweit sich diese aktiven Fälle und positiv Getesteten auch niederschlagen in den Spitalsbesuchen und in den Intensivbetten, die von Covid-19-Patienten belegt werden. Und ich habe bis auf eine Tageszeitung eigentlich niemanden gefunden, der das gebracht hätte. Ich glaube, die Zahl würde auch deutlich weniger Sorge bereiten als die mehr als 1.000, über die wir gerade so oft reden, weil es halt 11 sind. Also 11, die in einer Intensivstation sind, und ich glaube 25, die hospitalisiert sind. Also das sind Zahlen, die, wie soll ich sagen, deutlich weniger Sorge wahrscheinlich bereiten würden und deutlich weniger Aufmerksamkeit generieren würde, aber die gegebenenfalls stärker auf das eine Ziel, das wir vor einigen Monaten ja hatten, eingeht, nämlich das Ziel, das Gesundheitssystem zu schützen vor einer Überforderung. Darf ich eine Gegenfrage stellen? Wenn Sie auf diese Zahlen, man sieht immer das, wo der Scheinwerfer hingeworfen wird, gehen Sie mit offenem Blick durch die Welt und schauen Sie sich an, was das mit unseren Kindern, auf Spielplätzen tut, was das mit uns tut, wie wir uns verhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln, was das mit uns und unseren Freundschaften tut, wenn wir uns plötzlich nicht mehr umarmen. Ich glaube, das hat auch Effekte. Und zieht Effekte nach sich, die nicht unbedeutend sind. Und wir sollten vielleicht den Scheinwerfer wieder breiter aufmachen oder woanders hinschauen.
Ich glaube, wir kommen auch sehr stark dann noch auf das Thema, was die Abwägung dann betrifft zwischen den einzelnen Entscheidungen, die man gesundheitspolitisch in der Vergangenheit und gegebenenfalls auch in der Zukunft treffen wird müssen. Stefan Gahrer, wie würden Sie die Situation jetzt aktuell einschätzen? Wir haben ja gerade auch die Vorbereitung eines touristisch höchst interessanten Sommers vor uns, wo es da sehr stark darum geht, erstmals Urlaub in Österreich in möglichster Breite attraktiv zu gestalten. Wir haben gleichzeitig auch eine Phase des Wahlkampfs vor uns, gerade dann noch in Wien. Bereitet Ihnen die aktuelle Nachrichtenlage Sorge? Was mich sehr irritiert hat an der Situation in Oberösterreich, war diese großflächige Schließen von Schulen. Mhm. Ohne echte Evidenz, ohne auch diese Transparenz an Daten, genau zu wissen, wo liegen die Problemfälle. Wir haben jetzt sehr aktuell in Wien eine sehr große Testung von Schülerinnen und Schülern an Wiener Schulen, mehrere tausend. Und das Ergebnis dieser Testung war eine infizierte Lehrerin, keine infizierten Schülerinnen. Mhm. Das heißt, wenn man das von dem ableitet, ist das nicht die Risikogruppe in den Schulen. Das heißt, dass man hier mit den Bildungseinrichtungen, mit den Kindergärten so umgeht, dass die sofort als erstes wieder geschlossen werden, das kann es nicht sein, das darf es nicht sein. Und vor allem auch im Hinblick auf den Herbst, diese Situation ist absolut nicht tragbar. Wir müssen alles gewährleisten, dass die Schulen, die Bildungseinrichtungen offen bleiben, denn man kann doch hier diesen Konnex ziehen zwischen schlechte Bildung bedeutet auch schlechte Gesundheit in weiterer Folge. Ja. Und ich glaube, das muss man schon gesellschaftspolitisch einfach viel, viel breiter aufstellen. Und diese Angst, die letztendlich auch sehr stark in die Bevölkerung getragen wurde, von der zehren wir noch immer. Und das bedeutet, dass auch sehr viele ältere Menschen sich jetzt noch immer nicht trauen, zum Arzt zu gehen, eine Therapie wahrzunehmen, etc. Und diese Art von Kollateralschäden haben wir überhaupt nicht im Blickfeld. Und da ist diese Analogie mit dem Scheinwerfer, glaube ich, extrem wichtig. Wir müssen diesen Scheinwerfer wirklich öffnen, um auch auf jene zu schauen, die bisher nicht betrachtet wurden, aber die sie genauso betroffen sind in indirekter Form. Und das, glaube ich, ist ein sehr wichtiger gesellschaftspolitischer Diskurs, auf den wir jetzt einschwenken müssen und nicht nur Angst erstarrt auf die Anzahl der Infektionen zu schauen. Okay. Ich meine, ein essentieller Punkt in der Situation der letzten Monate war ja auch die, jetzt nicht nur in Österreich, war auch in Deutschland ein sehr großes Thema, im angelsächsischen Raum ein sehr großes Thema, der Austausch von Wissenschaft und Politik, also politische Entscheidungsträger, die sich natürlich Beratung und Expertise von Virologen, Medizinern, Epidemiologen etc. eingeholt haben. Würden Sie sagen, hat man da in den letzten Monaten gelernt, wie das gut funktioniert und gegebenenfalls dann besser funktioniert, eben, Herr Gahrer hat den Herbst schon angesprochen, vorausschauen, also in Zukunft? Also ich sage nein. Also für Österreich muss ich nein sagen. Also es war ja relativ rasch klar, also spätestens Anfang April, dass eine Pandemie ist ein gesamtgesellschaftliches Ereignis. Das betrifft uns in allen Bereichen, also nicht nur alle Altersgruppen und jede Region, sondern den Kulturbereich genauso wie den Tourismusbereich, jeden Betrieb genauso wie den Bildungsbereich, Gesundheitsbereich, Pflegebereich. Und wir haben es nicht bis heute nicht geschafft, dass wir wegkommen von dieser medizinischen Betrachtung des Geschehens. Ja? Also der Scheinwerfer ist voll drauf auf Virus, auf positiv getesteten Fällen, auf einer virologisch-medizinischen Betrachtung. Wir reden relativ wenig über Ungleichheit, über Armut, über ökonomische Folgen und diese ganzen Dominoeffekte dann natürlich auch wieder auf Gesundheit und auf Lebensqualität und gesunde Lebenserwartung. Das ist alles kein Thema. Also ich sage das ganz offen. Also durch den Virus sind viel, viel weniger gesunde Lebensjahre verloren gegangen in Österreich als durch alle Dinge, die jetzt mit den Maßnahmen entstanden sind. Da verlieren wir gerade viele gesunde Lebensjahre. Und es ist uns nicht einmal bewusst, weil wir nicht einmal hinschauen, ja. Aber wird nicht dieser, also eben in der Diskussion Wissenschaft und Politik,
wird es ja auch genau diese Stimmen geben, oder? Also ich, wenn ich jetzt denke an einen, weiß nicht, einen Martin Kocher, der auch als Chef des Instituts für höhere Studien einen sehr starken Fokus natürlich dann darauf hat, die volkswirtschaftlichen, arbeitsmarktlichen, sozialen Folgen zu vermessen und zu beurteilen, der wird einen sehr starken Fokus zum Beispiel darauf haben, auf genau die Folgen der Betriebe oder Ähnliches. Aber wirklich erkennen tun Sie es dran, wenn Sie sehen, für was gibt es ein Dashboard? Mhm. Also für was gibt es ein Dashboard? Ja, es gibt ein Dashboard für die aktiven Fälle, ja, und für die epidemiologischen. Warum haben wir kein Dashboard für die anderen Dinge, die mindestens gleich relevant sind für unsere Gesellschaft? Das wird jetzt gerade, glaube ich, gerade versucht zu erhoben zu werden oder auch die Daten ausgewertet zu werden über die Gesundheit Österreich, dass dort versucht wird zu schauen, dass es eben so und so viel weniger Behandlungen oder gar keine Behandlungen in den letzten 3 Monaten gegeben hat. Und wenn da herauskommt, dass es keinen Einfluss gehabt hat auf das Gesundheitsgeschehen der Bevölkerung, dann sollten wir die Lehren darauf ziehen, dass wir möglicherweise 3 Monate Medizin, aussetzender Medizin, auch auf Dauer vielleicht stärker weniger Versorgung anbieten. Oder man schaut halt auch auf breitere Perspektive, dass es nicht nur darum geht, ob Patienten im Spital versorgt werden, sondern eben auch auf ambulante Fälle im niedergelassenen Bereich. Irgendwo wird die Wahrheit zwischen Schwarz und Weiß, Überversorgung in der Medizin, die wir schon seit langer Zeit haben, oder, und deswegen auch gar kein Bedarf nach Medizin und zwischen dem keinen Effekten liegen. Irgendwo in der Mitte werden wir uns finden. Nur das Problem in diesem Land, und ich glaube, wir werden dann auch weiter über Daten oder Versorgungsforschung sprechen, dass viele der Daten, die wir zur Verfügung haben, nicht miteinander reden. Wir haben Daten, die im Spital erhoben werden, wir haben Daten, die im niedergelassenen Bereich erhoben werden, und die müssen einmal miteinander können lernen, damit man eine gemeinsame Analyse daraus macht. Und das ist eben der große Unterschied zwischen schwedischen oder britischen Analysen, weil das ist ein Gesamtsystem, ein National Health Service, und deswegen sammeln, die haben auch eine andere Kultur der Transparenz, der Datentransparenz, da muss man nichts verheimlichen, das ist im Hirn, in der politischen Kultur der Schweden drinnen, nicht so viel verheimlichen zu wollen. Und das haben wir hier nicht. Mhm. Aber ich möchte zu Ihrer Frage zur Wissenschaft noch zu kommen. Ich muss irgendwo jetzt die Wissenschaft, die Politik, glaube ich, kurz retten. Nur kurz. Wir haben relativ am Anfang, nämlich Ende März, von der Politik, das ist in diesem Fall Gesundheitsministerium, den Gesundheitsfonds der Länder und den Sozialversicherungen den Auftrag gekriegt. Mein Institut hat den Auftrag gekriegt, genauer zu schauen, welches von diesen vielen, vielen vielversprechenden, und die ganze Medizin ist eine einzige permanente Vielversprechung, von den vielen Vielversprechungen denn tatsächlich irgendwelche Effekte hat. Und das tun wir. Und wir sehen ein Sternchen kommen, so wie das eine Sternchen hat der Herr Trump lange Zeit genommen, vielleicht nimmt das jetzt nicht mehr. Hat sich also als nicht wirkungsvoll erwiesen, Chloroquin, also ein Malaria-Medikament. Und da gibt es noch ganz viele andere Sternchen, die kommen und dann fallen sie wieder. Und das ist eine sehr intelligente politische Idee gewesen, uns zu beauftragen, nicht sofort denen zu glauben, die etwas verkaufen wollen, sondern dorthin zu schauen, welches von diesen vielen Heilungen bringen, dass eine tatsächliche Therapie ist, die etwas bringen könnte. Das sehen wir am Horizont nichts im Augenblick, absolut überhaupt nichts. Aber Österreich ist halt auch ein gebranntes Kind, weil wir zu Schweinegrippezeiten im großen Stile Tamiflu eingekauft haben, dass wir dann 3 oder 4 Jahre später viel gehabt haben davon. Und es hat sich herausgestellt, dass Tamiflu absolut nichts wert ist und wir aber viele Millionen Euro dafür ausgegeben haben. Und ich glaube, das ist die Hintergrundmusik, warum wir jetzt beauftragt wurden, genauer hinzuschauen, was eigentlich die öffentliche Hand für Medikamente einkaufen könnte, welche es wert sind, Geld auszugeben. Das war jetzt die Ehrenrettung damit der Politik. Schade, dass die Antwort hier noch ist. Man weiß es noch nicht. Nein, man weiß es noch nicht. Ein Zitat, das mir von Ihnen, Herr Springer, sich bei mir verfangen hat in den letzten Monaten, war: Der Shutdown war richtig, um Zeit zu gewinnen, aber wir haben diese Zeit nicht genutzt, um das Wissen zu generieren, damit wir jetzt ein kluges Risikomanagement betreiben können. Jetzt ist viel über Krisenmanagement die Rede. Sie verwenden das Wort Risikomanagement sehr gerne, sehr häufig. Können Sie ein bisschen eingehen, was Sie hier meinen, welches Wissen man generieren hätte können oder hätte sollen, um eben Risikomanagement, gesundheitspolitisches Risikomanagement zu betreiben? Ich möchte gerade ganz kurz vorher noch, weil wir immer von Shutdown und Lockdown reden, ja, das ist auch ein Wort, das nicht definiert ist. Ja. Also man kann Shutdown definieren, indem man einfach nur Großveranstaltungen absagt und den Leuten darauf aufmerksam macht, dass es sowas wie Handyhygiene gibt. Ja. Und
und vielleicht auch sagt, für welche Bevölkerungsgruppen das Virus besonders gefährlich ist, vor allem für ältere Menschen. Und ich glaube, so vieles ist ja passiert. Wenn man als Shutdown etwas bezeichnet, wo man ein ganzes Bildungssystem schließt für mehrere Wochen, ja, oder auch andere Dinge, die ich auch für sehr radikal halte, dann sage ich, also meine Definition von Shutdown war eher, dass man mal zwei Wochen eben Dinge macht, die Sinn machen in Pandemien, um Zeit zu gewinnen. Und da reicht es aber, dass man in Veranstaltungen absatz da gesagt, dass man ein bisschen auf Distanz geht, dass man weiß, wer die Risikogruppen sind und dass man auf Hygiene achtet. Ja. Das war meine Definition von Shutdown zu dem Zeitpunkt. Und wenn man dann sieht, und das ist unglaublich wirkungsvoll, das haben wir ja auch gesehen, ja. Und wenn man sieht, dass das funktioniert, dann hat man quasi auf der Seite des direkten Schadens der Pandemie sehr viel richtig gemacht, ist meine Meinung. Man hat aber hoffentlich auch Zeit gewonnen, dass man sich dann um die möglichen indirekten, Sie haben es als Kollateralschäden bezeichnet. Und dann muss man wirklich, glaube ich, sorgsam sein. Und jetzt sind wir beim Risikomanagement. Ja? Und das nenne ich Risikomanagement, dass man also nicht nur auf einen Schaden schaut, und das machen wir nach wie vor. Wir schauen nur auf den direkten Schaden von Covid-19, nach wie vor. Und das wird, von Anfang April an hätten wir den anderen Schaden, und der ist sozusagen, der zieht sich durch die gesamte Gesellschaft, auch durch alle Altersgruppen. Auch ein Mensch, der alleine stirbt, ist ein Kollateralschaden. Also wenn du jemanden komplett alleine sterben lässt, obwohl er Familie hat und die darf nicht hin zu dem, oder wenn ein behindertes Kind, wenn das 3 Monate keine Berührung erfährt, ja, oder ein autistisches Kind nicht seine Regelmäßigkeit hat in der Schule, ist das für mich ein Kollateralschaden. Also ich rede jetzt gar nicht von diesen Herzinfarkten und schlechten onkologischen, also Krebspatienten, ja, schlecht versorgt sind. Oder Arbeitslosigkeit, die natürlich auch wieder Erkrankungsgeschehen erzeugt. Das verdoppelte Sterberisiko. Arbeitslosigkeit verdoppeltes Sterberisiko. Ja? Oder dass jetzt Leute irgendwie Ängste haben. Ja? Das ist alles wichtig. Ja? Und das muss ich auf die andere Waagschale legen. Und so wie ich es auf einer Behandlungsebene immer entscheide, ob eine Therapie Wirkung und Nebenwirkung, und ich werde keine Therapie machen, hoffentlich, aber ich nicht überzeugt davon bin, dass die Wirkung in Absprache mit der betroffenen Person die Nebenwirkungen überwiegt. Das kann auch eine Chemotherapie sein, also in der gemeinsamen Entscheidungsfindung. Aber so muss ich das auch auf der politischen Ebene. Ich muss in irgendeiner Art von gesellschaftlichen Diskurs, ja, kann man nicht im Parlament machen, das kann ich auch mit der Wissenschaft machen, kann ich in Form einer Gesundheitsfolgenabschätzung machen, aber ich muss doch versuchen, dass ich, so schwierig es ist, ja, ich kann den Schaden nicht auf null reduzieren. Das ist ja quasi auch das Absurde, was wir gerade versuchen. Wir versuchen den Schaden von Covid-19 mit einem Fanatismus zu reduzieren, dass man gar nicht bemerken, wie man auf der anderen Seite den Schaden immer höher fahren lassen. Das ist wie ein Arzt, der gnadenlos eine Therapie einsetzt, obwohl er inzwischen schon mit den Nebenwirkungen viel höher ist als die Wirkung. Ja? Mhm. Aber rechtfertigt es immer noch mit seiner Wirkung. Ja? Natürlich ist der Schaden von Covid-19 sehr gering in Österreich. Ja? Darauf können wir auch stolz sein. Aber das ist keine gesamtgesellschaftliche Betrachtung. Das ist eine Story, ja? Das ist eine Geschichte. Ja? Und ich finde es schade, dass man diese Geschichte nicht aufbrechen kann. Ja? Ich wollte gerade sagen, diesen Satz haben Sie jetzt, ich müsste nochmal genau schauen, ich glaube Anfang April gesagt, wir sind jetzt schon Anfang Juli, also es sind jetzt schon 3 Monate später. Ist nicht ein bisschen was von dieser Story schon insofern, hat sich verändert, als man natürlich anerkennen muss, dass in den Wirtschaftssystemen, in den Sozialsystemen, in den Bildungssystemen natürlich diese 3 Monate sehr außergewöhnlich waren und man gegebenenfalls dann für den Herbst gelernt hat, gewisse Dinge vielleicht nicht oder nicht gleich oder nur regional zu tun? Also ich glaube, die Folgen werden sichtbarer, sie werden auch thematisiert, es wird auch inzwischen beforscht, es wird auch publiziert, aber tut mir jetzt leid, sollte man dann einen Politiker fragen oder jemand, der politisch näher steht wie ich, also ich habe kein Vertrauen in der Politik, wenn in dem Moment, wo irgendwo wieder Zahlen steigen, macht die Politik das, was sie immer macht, sie wird aktionistisch. Und wenn sie aktionistisch wird, dann denkt sie nicht mehr links und rechts, ja, dann haut sie mit dem Hammer drauf. Also ich glaube, dass im Herbst wieder in Österreich, wenn das so weitergeht, gnadenlos Schulen geschlossen werden. Ja. Das Aktionistische wäre zum Beispiel das Schulen schließen. Ja, natürlich, es ist so, ich finde es sehr verrückt, ja, aber wir werden es machen, weil einfach die Politik aktionistisch ist. Das hat sie uns ja auch in anderen Bereichen schon bewiesen. Das ist aber irgendwo auch das Politische. Wenn die Meinungsumfrage sagt, dass die Mehrheit der Wähler dieses Aktionistische liebt, dann wird die Politik aktionistisch sein. Und sie wird es auch so verkaufen, dass das absolut notwendig war. Und sie wird immer darauf achten, dass man das auch natürlich irgendwie argumentiert und die Geschichte erzählen kann. Ich sage jetzt nicht, dass die Politik nur wissenschaftsgetrieben sein soll. Ja? Das wäre, glaube ich, keine gute Politik. Politik hat irgendwie einen anderen Auftrag. Ja? Aber ich glaube, jetzt eine aktionistische Politik wird ich jetzt auch für problematisch halten. Also speziell jetzt in einer Phase, wo wir so viel gelernt haben über diese Pandemie. Ja. Also ich glaube, da kann man, glaube ich, viel, viel smarter agieren. Das ist das sogenannte smarte Risikomanagement. Ja.
Ja, aber ich glaube, was die Bevölkerungsumfragen zeigen, ist nicht der Anaktionismus, dass der gut bewertet wurde, sondern das autoritäre Gehabe wurde ja, offensichtlich genau. gewollt. Ja, aber da, wenn das sagt, spricht jetzt der Bürger in mir, ja, das läuft halt ganz viel über Medien. Ja, also die auflagenstärkste Zeitung Österreichs, die liefert dann auch die Story zur Story. Ja, und das ist, es ist schon unglaublich, also wie da geframed wird da in Österreich, dass das irgendwie schwer zu ist, das zu hinterfragen ohne ja. Ich glaube, über den Medien, über das Medienthema können wir dann auch noch diskutieren. Mich würde noch die andere Seite interessieren, eben in dieser Wissenschaft und Politik, im dialogischen Wissenschaftspolitik-Bereich, was für Sie, Stefan Gara, die letzten Monate gezeigt haben, was hat funktioniert, was hat gegebenenfalls da weniger funktioniert und was ist die Hoffnung für gegebenenfalls dann den Herbst in diesem Austausch? Ich glaube, ganz am Anfang dieses erste Krisenmanagement, ja, und da spreche ich jetzt nicht von der Begrifflichkeit des Lockdowns, das hat gut funktioniert. Das waren auch diese dramatischen Bilder letztendlich aus Italien, obwohl man natürlich schon wissen kann, auch also Italien ist Fußball-Weltmeister, Österreich nicht, also es gibt schon Unterschiede auch in den Ländern. Und die Situation auch des Gesundheitssystems ist eine andere in Italien im Vergleich zu Österreich. Aber diese erste Phase hat, sage ich mal, unter diesen Voraussetzungen gut funktioniert. Und dann kommen wir tatsächlich in diese nächste Phase. Und das unterstreiche ich total im Sinne von, wir müssen von diesem Krisenmanagement echt in ein Risikomanagement gehen. Dazu braucht es allerdings auch die Transparenz, dazu braucht es auch die Daten, dazu braucht es die Vernetzung dieser verschiedenen Informationen. Mhm. Und dazu braucht es auch eine dezentralisierte Vorgangsweise. Also ich kann nicht ein ganzes Land schließen, ich muss dann vielleicht regional unterschiedlich agieren. Das ist jetzt dieses Thema mit dem Ampelsystem, wobei das ja auf der Bundesländerebene überhaupt nichts aussagt. Da muss ich ja wirklich runtergehen auf kleinere Gebiete, die ich dann konkret einschätzen kann. Ja, also dieser Übergang, glaube ich, hat nicht funktioniert und dieser Austausch findet auch in der Politik viel zu wenig statt. Und mit smartem Risikomanagement meine ich ganz konkret, wenn ich jetzt für mich als Ziel definiere, ich will nicht, dass im Herbst die Schulen geschlossen werden, dann muss ich Maßnahmen setzen, die sehr schnell drauf schauen und identifizieren, ein gewisses Risiko. Ja. Und das heißt für mich zum Beispiel konkret, ich will, dass innerhalb von 12 Stunden ein Test vorliegt. Das muss es geben, weil selbst wenn der PCR-Test jetzt 6 Stunden dauert im Labor, dann ist es eine Logistikfrage, wie schnell ich das durchführen kann. Da könnte ich auch Schulärztinnen und School Nurses mit einbinden in diesen Verlauf. Das Zweite, was ich dort will, ist eine schnelle Kommunikation zwischen Schule, Eltern. Im Moment entsteht unglaublich viel Unsicherheit. Mhm. Diese Unsicherheit führt zu Angst. Und diese Angst wird in der Politik dann oftmals gesehen als, okay, die wollen eh, dass wir das zusperren. Mhm. Und das darf es nicht sein. Wobei, wenn ich kurz, also nur im Bildungssystem. Also im Bildungssystem hat man ja verschiedene Akteure. Ja. Du hast die Eltern, das ist eine ganz heterogene Gruppe. Ja. Dann hat man die Kinder, ja, wobei man da wieder unterscheiden kann zwischen Kindergärten, Volksschulen und dann den höherbildenden Schulen. Und dann hast du die Pädagoginnen und die Pädagogen und dann hast du noch Direktoren, die ja natürlich auch. Ja. Und es hat eine Dynamik, weil da geht es ja teilweise um rechtliche Fragen, wer haftet, dann hast du teilweise hysterische Akteure, dann hast du ja gelassene Akteure. Also du musst das kommunikativ einfangen. Das ist nämlich auch eine Herausforderung für den Herbst, ja, weil selbst wenn man das alles sehr rational plant, ja, und auch auf dem Papier alles so wunderbar ausschaut, dann bringt er das soziale Geschehen in einer einzigen Schule, ja, und man hat schon wieder ein Riesenproblem. Ja. Genau. Und das heißt, wir müssten jetzt ganz viel kommunizieren und Szenarien uns überlegen, die man auch durchaus bespricht mit den Akteuren, dass man dann, wenn es wirklich eintritt, das Szenario, vielleicht sagt, zumindest haben wir schon mal drüber geredet und jetzt versuchen wir auch so zu agieren, wie wir es eigentlich ausgemacht haben. Ja? Und das ist genau für mich wichtig, neben diesem ganzen Thema der Testung ist dieses kommunikative Einfangen, ja, ja. Sehr klare Kanäle, klare Sprache, klare Channels, wo ich das kommuniziere, extrem wichtig. Wenn wir das beides zusammen schaffen, dann glaube ich, dass wir ohne Schulschließung sehr wohl durchkommen. Und das müssen wir auch. Genau. Also das sage ich jetzt einmal für Wien speziell. Ganz kurz noch. Und das Gleiche, was wir jetzt für den Bildungsbereich machen, müssten wir jetzt zum Beispiel auch in allen anderen Bereichen machen, auch im Pflegebereich. Also jetzt gilt es eigentlich zu kommunizieren mit dem Pflegebereich, mit den Trägern, mit den Einrichtungen. Auch wieder die Rechtssicherheit, da geht es viel um rechtliche Fragen. Ja? Also rechtliche Fragen sind oft der Grund, dass auch Dinge so handeln wie und auch Unsicherheiten mit Akteuren. Man muss ja nicht glauben, dass alle Akteure auf dem gleichen Wissensstand sind. Ja? Mhm. Auch da gibt es wieder welche, die sind panisch. Ja? Manche, die sind schon sehr sachlich. Und das ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch dem Bereich sagt, schaut her,
Das wird das Szenario sein, oder das ist ein mögliches Szenario im Herbst und Winter. Wie reagieren wir, wenn jemand positiv getestet wird, wenn es in der Region so oder so sich das Infektionsgeschehen entwickelt? Ich glaube, das muss man alles jetzt schon einmal durchspielen im Kopf und darüber reden, weil wenn es dann eintritt, dann haben wir wieder einen Hühnerstall. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was wir vermeiden müssen. Und das gilt wirklich für alle Bereiche unserer Gesellschaft, genauso auch für den Tourismus und für andere Bereiche. Ja? Mhm. Ja. Aber ich meine, wir kommen ja an einigen Stellen schon an den Punkt, dass es sehr stark um Daten, um das geht, was wir wirklich wissen und gegebenenfalls dann auch damit wir auch die Akteure einschätzen können, welche Szenarien jetzt gerade vielleicht wahrscheinlicher geworden sind, weniger wahrscheinlich geworden sind, beziehungsweise schon gerade auftreten. Ein Thema, das wir besprochen haben, das jetzt schon angesprochen wurde von Stefan Garer und das jetzt diese Woche vom Gesundheitsminister auch einige Male gebracht wurde, war ja zum Beispiel die Ampel, also die Möglichkeit mit... Kennen Sie die Geschichte von der Ampel? Welche Geschichte von der Ampel? Die Geschichte der österreichischen Ampel. Die österreichische Ampel war eigentlich eine Landkarte für die Primärversorgung, die eher zufällig entstanden ist, weil der komplexe Design, sie hab, war so nett, Peter Klimek ja, und der Johannes Sorger, das zu entwickeln. Und dann haben wir Anfang April die Idee gehabt, dass das noch immer zu kompliziert ist und haben gesagt, wir machen ein Drei-Farben-System. Anfang April. Und haben uns dann gespielt ein bisschen mit dieser Ampel und so ist die Corona-Ampel entstanden. Ja, also müssen wir dazu sagen. Ja, es ist eine relativ alte Idee in Österreich, die halt bis erst jetzt aufgegriffen wird. Aber wir haben uns nämlich nicht nur die Ampel überlegt, sondern wir haben uns auch überlegt, dass man aus der Ampel dann auch ableiten kann, sogenannte Statusberichte für unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft. Also wir haben das schon auch versucht weiterzudenken. Ja? Also auch eine Erweiterung eines Dashboards. Ja, klar. Ja, das kann man, ich will das jetzt gar nicht ausführen, aber sozusagen, um sozusagen eine möglichst einfach verständliche Risikokommunikation zu ermöglichen, auf Basis einer halbwegs korrekten Risikobewertung, um dann auch ein Risikomanagement zu ermöglichen. Also ich denke mal, es gibt sicher auch viele andere Leute in Österreich, die sich schlaue Sachen überlegen, aber und jetzt sind wir wieder bei dieser Vernetzung und bei der Art von Kommunikation, diese Dinge zusammenzuführen. Ja. Aber eine Voraussetzung für diese Ampel, also egal was jetzt ihre Exegese war, aber damit diese Ampel funktioniert, muss man ja auch erstens zügig und schnell und zweitens in einer sehr guten Qualität ja auch die Daten dann bekommen, um einschätzen zu können, was Sie auch vorher angesprochen haben, welches Risiko ist jetzt eigentlich gerade hoch, für wen ist es vielleicht, in welchen Bereichen betrifft das die Risikogruppen oder nicht. Sind wir da nach ungefähr 4 Monaten jetzt schon weiter, was zum Beispiel die Datenqualität, die Datenvernetzung und auch die Verfügbarkeit betrifft, dass man hier auch gesundheitspolitisch schneller und besser Bescheid weiß, wie gerade das Infektionsgeschehen in Österreich läuft, welche Risiken gerade, wo gerade Risiken sind und wo nicht? Ich weiß, ob der Claudio was sagen will. Nein, ich kann dazu nicht sagen, ich sage dann zur Versorgungsforschung, nämlich dort, wo man hinschaut, welche Therapien denn eigentlich wirken, weil wenn wir immer nur auf randomisierte klinische Studien warten, dann kommt das Wissen, das wir brauchen, was denn eigentlich so das Mittel der Wahl ist, nicht. Aber ich wollte jetzt nicht vorwegnehmen, die Antwort zu dir. Also ich kann es jetzt im Detail kann es nicht beantworten. Ja? Also ich würde es eher anders beantworten. Ich würde sagen, in Österreich ist es immer so, dass unterschiedliche Bereiche einen unterschiedlichen Zugang zu Daten haben. Also du hast es vorher schon erwähnt, Sozialversicherungssystem hat Zugang zu Sozialversicherungsdaten, aber die zu bekommen ist zum Beispiel für andere Player gar nicht so einfach. Dann die Länder sitzen auf ihren ländererhobenen Daten. Dann gibt es das epidemiologische Meldesystem. Da gibt es wieder Akteure, die haben Zugriff auf dieses Meldesystem. Ob das jetzt super ist oder Limitierungen hat, ist egal. Und andere werden davon abgeschnitten. Ja? Also Daten ist auch eine Form von Macht. Ja? Und also das große Stichwort ist Message Control. Ja? Und da bin ich schon, das sage ich ganz offen, weil ich das immer sage, wir haben einfach in den letzten Monaten auch durchaus durch die Regierung Message Control, ja, und die ist ganz bewusst, die wird auch bewusst eingesetzt und das schwächt uns als Gesellschaft, ja, das schwächt uns im Verständnis von diesem Geschehen und ich finde es eigentlich schade, dass das bis heute nicht aufgeweicht wurde. Wir haben immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz, keinen wirklichen Datenzugang, so wie es in anderen Ländern durchaus schon gang und gäbe ist. Ja, aber das ist doch die Konsequenz dessen, dass man eigentlich nicht vertraut. Man hat von vornherein nicht vertraut, dass das Volk da draußen irgendwie damit umgehen kann mit Unsicherheit, dass man auch Unsicherheit kommunizieren kann und nicht nur Sicherheit durch autoritäre Formeln, Lehrformeln versichern muss, sondern dass man auch sagen kann, ich weiß etwas nicht. Und die ganze Welt weiß letztendlich jetzt im Augenblick nicht weiter. Und in diesem Fall geht es auch um
um das Vertrauen. Also wir haben ja das gesehen, was mit der Statistik Austria geworden ist. Das Vertrauen, das mit Daten, Wissen und Aussagen generiert werden, politische Aussagen generiert werden könnten. Und dieses Vertrauen ist in dieser im Augenblick in politischen Kultur nicht da, dass man auch Institutionen, wissenschaftliche Institutionen, zu denen ja wir auch gehören, einfach Daten gibt, um damit zu arbeiten und Informationen zu generieren, die möglicherweise jetzt nicht in das Weltbild der Politiker hineinpassen, aber trotzdem sind es Informationen, die verfügbar sein sollten. Ich möchte an dieser Stelle, weil es nicht so schlecht passt, eine Frage aus dem Publikum reinnehmen. Eine Lehrerin für Biologie an einer Wiener AHS hat die Frage gestellt, wie sehr und wie schnell, Sie haben vorher das Beispiel gebracht mit Szenarien. Diese Szenarien, wahrscheinlich ist hier vom idealtypischen Fall und nicht vom aktuellen Fall die Rede, an Schulstandorte kommen sollen, weil hier ist offenbar der, das ist hier die Einschätzung, dass es eben eines, auch bei den Pädagoginnen und Pädagogen eine sehr heterogene und absolut, ja, teils auch zum Beispiel durch eigene Vorerkrankung oder ähnliches auch durchaus auch ängstliche Einstellung zu dem Thema und zu dem Thema Herbst und Schulöffnung gibt. Ob es da zum Beispiel dann eine Lösung wäre, Schulärztinnen zu stärken oder was, wie kann oder könnte man diese Szenarienkommunikation besser an die Schulen bringen? Also ich glaube, Ich versuche es jetzt einmal allgemein zu beantworten. Ja. Also ich glaube, wir haben ein grundsätzliches Problem und das Stichwort dafür ist Gesundheitskompetenz. Ja. Also Gesundheitskompetenz heißt, dass man Informationen nicht nur findet, sondern auch irgendwo versteht. Und was handelt es sich eigentlich bei dem neuen Coronavirus um ein Gesundheitsrisiko? Ja. Ist es das einzige Gesundheitsrisiko auf der ganzen Welt? Nein, es ist nicht das einzige Gesundheitsrisiko. Mhm. Wir sind umgeben von Gesundheitsrisiken. Wir sind überhaupt umgeben von Risiken. Ja. Finanziellen Risiken, sozialen Risiken. Bleiben wir bei den Gesundheitsrisiken. Wir haben alle irgendein Risiko, wenn wir am Verkehr teilnehmen. Ob als Fußgänger, Radfahrer oder im Zug. Es ist einmal größer, einmal kleiner, aber es ist immer ein Risiko da. Ja. Wir haben ein Risiko, ein Infektionsrisiko immer, ja, wir haben ein Risiko, einen Herzinfarkt zu haben, einen Krebs zu bekommen, alles Mögliche. Warum schaffen wir es nicht, dieses Risiko, das wir inzwischen sehr klar beschreiben können, wirklich, wir haben es jetzt seit 6 Monaten beobachten wir es, wir können es wirklich gut beschreiben, wie groß ist das Risiko, wer ist davon betroffen, warum schaffen wir es nicht, so intelligenten Leuten wie Pädagoginnen und Pädagogen dieses Risiko so zu kommunizieren, die sind ja hoffentlich gesundheitskompetent, dass sie das verstehen und auch den Eltern und ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln können. Warum schaffen wir das nicht? Wir können es ja auch bei anderen Gesundheitsrisiken mehr oder weniger gut, ja? Mhm. Gerade in Biologie wird man ja vielleicht auch über Krankheiten reden und Malaria und Tuberkulose ist ja auch ein Risiko. Ja? Und man wird es irgendwo in Zahlen fassen. Ja? Und was ist die Ursache davon und wer ist betroffen und was hat das für Auswirkungen global, Österreich, keine Ahnung. Warum schaffen wir es nicht bei SARS-CoV-2? Warum nicht? Ja? Und für mich ist das ein Gesundheitsrisiko. Es ist nichts anderes als ein anderes Gesundheitsrisiko. Ja? Es hat seine Facetten, es hat seine Ernsthaftigkeit, es hat seine Eigenschaften. So ist es. Und deswegen... Das ist nicht so schwierig, das ist nicht Rocket Science. Ja. Um auf den Punkt zu kommen, ja, ich glaube, wir müssen die Schulen da stärken, die Pädagoginnen, Lehrerinnen unterstützen. Kann durch Schulärztinnen sein, kann durch School Nurses sein, kann durch Schulpsychologinnen sein. Ja, ich glaube, dass wir einfach dafür auch Ressourcen schaffen müssen, damit sich die auch in ihrer Umgebung besser und sicherer fühlen, ja, weil, so wie es Martin Sprenger zuerst gesagt hat, da herrscht einfach sehr viel Unsicherheit. Absolut, und Angst. Ja. Ja, die wurde ja auch bewusst gestreut und jetzt ist es schwierig, von dem loszulassen. Und um davon loszulassen, brauche ich genau diese Art von Unterstützung und ja, wir werden genau dafür diese Ressourcen in den Schulen schaffen müssen. Also wann, wenn nicht dort? Ja, ich halte das für ganz extrem wichtig und das ist eine politische Aufgabe, in der Richtung wirklich ganz konkrete Maßnahmen zu setzen. Das ist etwas, wofür wir uns in Wien ganz stark einsetzen. Darf ich das gerade kurz verstärken? Ich glaube, Schulen sind so ein Multiplikator. Ja? Also wenn man die jetzt nicht nutzt, um genau diese Versachlichung, ja, Schule ist ja hoffentlich auch Versachlichung von einem Diskurs. Ja? Also natürlich auch ein sozialer Begegnungsort, aber es ist auch Versachlichung von Informationen. Ja? Und wenn wir gerade den Multiplikator jetzt nicht wirklich professionell nutzen, ja, dann mache ich mir wirklich Sorgen. Ja.
Genau, und ich kann ja genau dort auch mit den Schülerinnen diesen gesellschaftlichen Diskurs führen, ja, darüber zu reden, darüber zu sprechen. Genau. Und die sind ja dann wieder Multiplikatoren für die Eltern. Genau. Ja. Also ich kann das wirklich als Chance nutzen, genau, in dieser Richtung einfach wirklich was, genau, zur Verfügung zu stellen. Und in den höherbildenden Schulen mache ich sozusagen viel breiter auf, da mache ich diese ganz gesamtgesellschaftliche Betrachtung auf. Das ist ja eigentlich aufgelegt, ja. Das ist ja eigentlich ein super Thema, ja, um über viele Dinge zu reden. Ja. Aber den Bedarf, den Redebedarf, Kommunikationsbedarf hast du auch im Kindergarten. Ja? Selbst die Sechsjährigen wollen eigentlich über solche. Und also wir müssen jetzt, glaube ich, gerade im Bildungsbereich halt die für eine Riesenchance. Ja? Versuchen wir es einmal als Chance zu sehen. Ja? Aber die muss man auch so wahrnehmen. Ja? Also ich darf nur kurz aus meiner eigenen kurzen Erfahrung der letzten Monate sprechen. Also mein Eindruck war eher der, dass die Kindergarten, also unser Kindergartenstandort zum Teil eben hoch verunsichert war, was jetzt genau Vorgaben betrifft, wie die geändert worden sind, was das Risiko jetzt genau ist, wie man das so umsetzen kann, dass es das Stichwort rechtlich wieder kein Thema ist, eben weil sich Informationen so schnell geändert haben, weil man Informationen eigentlich über drei Ecken wo gehört hat, weil man einen Medientext gesehen hat, der in eine ganz andere Richtung geht als das, was vielleicht man aus dem Stadtschulrat gehört hat. Und viele, also aber darf ich noch was einbringen? Ich bin überhaupt kein Bildungsexperte, aber nachdem meine Kinder ja selber in die Schule gehen, was für mich spannend war, wieder einmal zu sehen, wie hierarchisch unser Bildungssystem ist. Ja? Also die Direktorin hat ja überhaupt keine Chance. Ja? Selbst wenn sie noch so vernünftig ist, und unsere Direktorin ist super vernünftig, ja, sie tut sich einfach schwer, weil du hast Weisungen von oben, du hast ein Hygienehandbuch, du weißt ganz genau, du bist in einer ganz hierarchischen Hackordnung drinnen und wehe, du bewegst dich da einen Zentimeter nach links oder rechts, ja, dann kriegst du ein Problem. Und weil du auch nicht die Rechtssicherheit hast. Ja, das haben wir ja vorher schon gesagt. Genau, also gerade diese Rechtssicherheit ist ja, aber dadurch kommen auch diese, man kann es jetzt Strukturschwäche nennen oder nicht, ja, aber das ist einfach die Struktur und die wird da wirklich sichtbar und die, vielleicht ist es manchmal sogar ein Vorteil, ja, ich weiß nicht, was der Vorteil von einem hierarchischen System ist, aber kann schon sein, ja. Aber da war es meiner Meinung nach, da hat es zu absurdesten Situationen geführt, ja, in Einrichtungen. Ich würde gerne auf einen Aspekt der Strukturschwäche eingehen, auch stark aus wissenschaftlicher Sicht, Frau Wild und Herr Sprenger, nämlich was die Datenverfügbarkeit und dieses Kommunizieren auch zwischen unterschiedlichen Eigentümern bzw. Verwaltern von diesen Daten betrifft. Hat es denn in Ihren Augen in den letzten Monaten einen Innovationsschub gegeben, dass man eben mehr austauscht, mehr macht und damit auch die Daten schneller und vielleicht dann auch in einer besseren Qualität zur Verfügung hat, um eben aus dieser Corona-Krise gegebenenfalls etwas Positives mitzunehmen? Ich kann aus dem Bauch heraus nur absolutes Nein sagen. Es wurden uns keine Daten angeboten, aber wir haben sie auch nicht nachgefragt. Wenn wir sie, also wir haben vor einem Jahr, aber das ist jetzt nicht zu Corona, sondern wir haben, es kommen ganz viele ständige neue Onkologika auf den Markt, die sehr, sehr viel Geld kosten und wo sich die Zahler des Systems fragen, ob das, was in den klinischen Studien an kleinen Effekten, ob das in der Realität auch beobachtbar sind. Also haben wir ein Versorgungsforschungsprojekt aufgesetzt, das sich eben anschaut, ob diese Immuntechnologien oder Immuntherapeutika etc., was sie in den klinischen Studien 6 Monate Lebensverlängerung, ob das in der Realität draußen auch ist. Wir haben allein ein Jahr lang gebraucht, um die Daten zu validieren. Und das waren nur Daten aus einer einzigen Quelle, nämlich von den Sozialversicherungen. Mhm. Ein Jahr lang. Für die Auswertung haben wir dann 2-3 Monate gebraucht, um daraus dann ein Wissen zu generieren. Das heißt, wenn wir jetzt hätten Daten haben wollen, dann wären das wären Daten gewesen, zum Beispiel zur Plasmatherapie. Ich glaube, Sie haben das letzte Mal da hier eine Veranstaltung dazu gehabt, weil das ist eine der wenigen Therapien, wo man das Gefühl hat, dass vielleicht Effekte herauskommen könnten. In klinischen Studien sieht man diese Effekte nicht, aber diese klinischen Studien sind halt alle noch sehr jung, weil sie eben an Covid-19-Patienten, die gibt es ja noch nicht so lange, erprobt worden sind. Und dann hat einer das Studiendesign aufsetzen müssen etc. Das dauert immer eine gewisse Zeit. Und deswegen ist die begleitet mit den randomisierten Studien, sind Beobachtungsstudien extrem wichtig. Dazu bräuchten wir aber natürlich die Daten aus sogenannten anekdotischer Evidenz. Wenn der Herr Professor XY sagt, meine Patienten sind alle gesunder, weil sie Antikörpertherapie bekommen haben, dann redet er meistens von 3 bis 4 Patienten. Und dieses Wissen müsste man von allen Seiten zusammenziehen, um ein kollektives Wissen daraus zu machen. Und da sehe ich kein Licht am Ende des Tunnels, dass das geht. Weil das ist ja ehrlicherweise eines der Themen, dass, wenn ich an die Gesundheitsstruktur in Österreich denke, mir sofort
immer wieder vor Augen kommt. Der Rechnungshof hat das einmal in einer Studie über die Finanzströme innerhalb des Gesundheitssystems einmal sehr schön aufgedröselt. Sie haben jetzt einen Player genannt, die Sozialversicherungen, also die Krankenkassen in dem Kontext. Krankenkassen, niedergelassener Bereich, Spitalsbereich, zwischen den einzelnen Ländern etc. Natürlich sehr viele Wände, die aufgebaut wurden, sei es an Hierarchie, sei es an gegebenenfalls dann an Datenschutz, auf den man hinweist. Das Informationsfreiheitsgesetz ist auch schon gebracht worden. Das heißt, in dem Kontext, also Freiheit und Verfügbarkeit und Qualität von Daten, hat sich jetzt auch in Ihrer Einschätzung noch nicht wirklich viel zu positiven verbessert. Nein, weil Daten gefährliches Material sind aus der Perspektive der Politik. Aus Daten kann man Dinge herauslesen und die man vielleicht nicht hören will. Also wir haben seit 10 Jahren in Österreich ein Qualitätsüberprüfungs- oder Qualitätsmonitoring-System in Spitälern, das einfach nicht öffentlich gemacht wird. Es werden weder die Indikatoren öffentlich gemacht, noch die Ergebnisse, ob ich besser in Grammat-Neusiedl oder in irgendwo meine Hüfte operieren lasse, was zu besseren Ergebnissen. Ich meine, als gemeines Volk würde ich das ganz gerne wissen. Warum sollte das, wenn das seit 10 Jahren für die gesamte klinische Versorgung nicht möglich ist, warum sollte das jetzt plötzlich zu Covid-19, wo noch alles viel mehr zentralisiert wurde in Bezug auf Kommunikation, dass die Welt heil ist in Österreich. Warum sollte das sich jetzt was verändert haben? Das wäre eine ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Es ist, ich weiß nicht, wer genau, ja, aber seit glaube ich, 15 Jahren führen wir die Diskussion, dass wir im niedergelassenen Bereich eine einheitliche Diagnosen- und Leistungserfassung machen. Mhm. Also eigentlich hätten wir es parallel mit dem stationären Bereich einführen wollen. Wir haben es nie gemacht, ja, warum auch immer, Ärztekammer dagegen, Sozialversicherung dagegen, beide dafür und trotzdem dagegen, weiß man nicht. Ja. Aber wir haben es einfach nicht, wir haben keine Diagnosenerfassung. Jetzt kommt die Pandemie, ja, da hätten wir es halt wieder ganz gern gehabt, ja, und jetzt müssen wir irgendwie ganz mühsam versuchen, auf Diagnosen rückzuschließen, um diese Risikogruppen zu identifizieren. Also es ist dann schon absurd zum Teil, ja, wie wir uns irgendwie immer wieder im Weg stehen. Und ich sage Ihnen jetzt, haben wir was daraus gelernt? Nein, weil das wird wieder nicht kommen, ja. Und also außer in den Primärversorgungseinheiten, da ist es vorgeschrieben, ja, also die machen das, die kodieren, ja. Aber ansonsten, es wird wieder nicht kommen, ja, warum auch immer, weil auch das wieder Transparenz erzeugen könnte und die mag halt wieder irgendjemand nicht. Und, genau, müssen es machen. Und man muss immer aufpassen, dass man, ich will gar nicht so viel kritisieren, ich würde ja gerne auch ein paar positive Sachen sagen, ja. Aber es ist wirklich mühsam, ja, um jetzt einmal was Positives zu sagen. Ich glaube, was man in der Pandemie gesehen hat, dass gerade in diesem operativen Bereich, ja, ganz, ganz viele motivierte Akteure, ob es im Pflegebereich oder im Versorgungsbereich, im stationären Bereich, im niedergelassenen Bereich, ganz viele motivierte Akteure sich unglaublich eingekaut haben, um alle diese Schwächen auszugleichen, die eigentlich in der Struktur entstanden sind und die Behörden, die ja wohl in Schockstarre waren, über Wochen in Schockstarre waren, nicht fähig waren, irgendwie zu schließen. Ob es jetzt Mangel an Schutzausrüstung war, Mangel an Testungen, irgendwelche Prozesse zu entwickeln. Ja, also da ist eine gewaltige Kreativität entstanden und auch Vernetzung. Das kann man ja mal positiv erwähnen. Was ist die Lehre daraus? Ich glaube einfach, dass wir einfach unterschätzen, wie viel in dem System davon abhängt, dass gerade im operativen Bereich die Leute so viel kaschieren von den Systemschwächen. Ja? Das ist halt einfach so. Gibt es da vielleicht ein Best-Practice-Beispiele, wo man sagt, man könnte sich eigentlich in der Politik viel genauer ansehen, wie das Land X oder die Region Y macht, wo man sagt, die machen das eigentlich, die sammeln besser die Daten, die kommunizieren sie besser und die treffen vielleicht deswegen auch. Ja, die ganzen skandinavischen Länder haben einfach eine andere politische Kultur, wenn es darum geht, Daten nicht nur zu sammeln, sondern sie auch herzugeben oder sie öffentlich zu machen. Aber das hat mit politischer Kultur was zu tun und das verändert sich. Also ich finde es spannend, wenn jemand von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zu mir sagt, ich habe jetzt bessere Daten aus Ecuador gekriegt, ja, demografische Daten als zum Pandemie als aus Österreich. Ja. Und da denke ich mir, ja, Ecuador, so what, ja. Ja. Also, ich würde dazu sagen, es darf ja nicht sein, dass die Wissenschaft um Daten betteln muss. Das müsste eigentlich genau umgekehrt sein. Ja, richtig. Ja. Und das ist eine Frage der politischen Kultur. Einfach von vornherein zu sagen, es ist mir wichtig, hier die Wissenschaft einzubinden. Es ist mir wichtig, die Prozesse so einfach zu gestalten, dass ich tatsächlich auch aus diesen Daten mehr Informationen holen kann. Ja? Das ist das, was nicht passiert. Aber ich möchte schon auch positive Beispiele skizzieren, die sehr wohl passiert sind, durchaus auch, sage ich, in der Wiener
Forschungslandschaft. Also jetzt gab es ja diese Allianz der Forschungsinstitute, um auch neue Testpipelines zu entwickeln. Da ist sehr viel passiert. Da ist ja auch zum Beispiel dieser Gurgeltest, diese Gurgeltestung, jetzt auch, der jetzt gerade bei den Schulen eingesetzt wurde, entwickelt worden. Also das hat schon auch vieles ausgelöst. Mhm. Das finde ich wirklich sehr positiv. Jetzt muss ich was Trauriges dazu sagen. Das Traurige ist nur, da ist irrsinnig viel aus Eigenmotivation passiert. Wenn ich mir anschaue, wie viel von der Wiener Politik dort an Forschungsgeldern hineingeflossen ist, dann ist das traurig. Weil für diesen Covid-19 Response Call, das war 1 Million Euro. Mhm. Das ist weniger als die Werbung für die Gastrogutscheine. Und das ist eine Frage der politischen Kultur. Und ich glaube, da könnte man schon deutlich mehr machen, ja? Auch landespolitisch und natürlich auch bundespolitisch. Und das sind diese Themen, wo ich sehe, da würde wirklich viel passieren. Es ist nicht viel Motivation da, ja, in dieser Forschungswissenschaftslandschaft. Ja? Und die Politik müsste Ja sagen und nicht Ja, aber. Mhm. Und im Moment höre ich nur Ja, aber, warum es nicht geht. Und ich glaube, diesen positiven Zugang müssen wir finden. Dann, glaube ich, entwickelt sich auch ein bisschen mehr dieses smarte Risikomanagement, ja, dass man eigentlich auch diesen Ausgleich etwas besser schafft. Das wäre vielleicht der Aspekt gewesen, auf den ich jetzt noch eingehen wollte. Eine Grundlage für vieles, was in Richtung smartes Risikomanagement, und wir hatten ja auch als eines der Themen für heute dann auch Contract Tracing, wo alle dann über die eine versus die andere App natürlich nachdenken, ist natürlich dieser Datenzugang. Gibt es denn aus Ihrer Warte aktuell Themen, wo man sagt, hier wird geforscht, experimentiert und Innovation betrieben, die uns gegebenenfalls auch für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre dann auch nützlich sein kann in dieser Frage? Was in beispielsweise Wien passiert, oder ist das wegen der Datenverfügbarkeit eigentlich alles quasi verunmöglicht? Also ich glaube, man kann einzelne Beispiele auch in der Versorgungsstruktur herausgreifen. Ja, es gibt einzelne Applikationen, so wie eine der kleinen Firmen, Scarlet Red, die so eine künstliche Intelligenz-Applikation haben für Hautuntersuchungen. Das war durchaus auch ein Thema in der jetzigen Krise für viele Menschen, ältere Menschen, die zu Hause sind, die sehr schwer zum Arzt oder ins Spital gehen können, ja, wo man sozusagen diese Möglichkeit schafft. Also das, glaube ich, hier entstehen auch neue digitale Versorgungselemente. Aber immer, also das ist nicht entweder oder, ja, sondern einfach in der Vernetzung. Dort, wo es sinnvoll ist, das einzusetzen, soll man es tun. Aber man muss natürlich die gesamte Versorgungslandschaft betrachten. Diese Entwicklungen sehe ich schon. Das ist aber nicht nur durch Covid ausgelöst. Es könnte durch Corona ein bisschen beschleunigt werden. Das wäre meine Hoffnung. Das wäre eigentlich eine sehr große Chance, die wir nutzen können. Aber historisch betrachtet, wir haben ja nicht einmal valide Daten zu Durchimpfungsraten. Ja, zum Beispiel. Das sind ja alles nur Schätzungen aus den eingekauften Dosen. Mhm. Wir haben nicht einmal valide Daten über die Kinder- und Jugendgesundheit. Die ersten validen Daten, die wir bekommen, ist bei der Stellung. Davor haben wir Einzelsilos vom Schularzt da, vom Kinderarzt dort. Diese Daten sind überhaupt nicht vernetzt. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass fast 30% der Kinder und Jugendlichen übergewichtig sind. Also das ist eigentlich eine genauso, ich habe es einmal bezeichnet als eine Pandemie des Übergewichts, die genauso von Bedeutung sein müsste wie die Diskussion, die wir jetzt führen. Ich kann nur hoffen, und das ist auch unser oder mein Anspruch, dass wirklich in diese Richtung diese Kruste, diese Verkrustung ein Stück weg aufzubrechen. Ja? Aber dazu muss man natürlich viele Elemente des Systems auch entsprechend verändern. Und das ist dann eine Machtfrage. Da bin ich ganz bei Ihnen. Also das ist nicht grundsätzlich das Problem, dass wir nicht Daten haben könnten, aber wir wollen sie auch nicht vernetzen und wir wollen dann eigentlich auch nicht genauer hinschauen. Aber wir wollen sie nicht teilen. Wir wollen sie auch nicht teilen. Nur genau. Also mit dem Teilen meine ich auch das Vernetzen. Ja. Ja. Und das ist sicherlich ein ganz klarer Aufruf, dass das einfach passieren muss. Weil sonst schauen wir tatsächlich bei einer Pandemie oder auch einer zukünftigen Pandemie, Sie haben es ja zuerst gesagt, alle 10, alle 20 Jahre kann so etwas eintreten wie jetzt. Wir müssen aus dem lernen, dass wir dann in 10, in 20 Jahren mit einer ähnlichen Situation, mit mehr Gelassenheit, mit mehr Routine, mit smarterem Risikomanagement draufschauen und nicht wieder von Anfang beginnen, weil das, so wie wir es jetzt haben, können wir uns gesellschaftspolitisch nicht leisten. Weder für die Menschen, noch für die Wirtschaft, noch letztendlich auch für die Gesundheit.
Herr Sprenger, vielleicht bevor Sie noch anfügen, wobei ich Sie vor kurz unterbrochen habe, sehen Sie Bereiche, wo diese Corona-Pandemie und auch der Umgang in Österreich damit einen potenziellen Innovationsschub entweder schon mit sich gebracht hat oder mit sich bringen könnte? Gibt es irgendwelche Lessons learned, die vielleicht jetzt nicht auf politischer, aber vielleicht dann auf privater Ebene Unternehmen, eben Einzelakteure relevant sein könnte? Also das, was Sie fragen wollten, habe ich schon wieder vergessen. Aber vielleicht bleiben wir bei der Digitalisierung. Ja, also man glaubt, man könnte jetzt viel sagen, aber bleiben wir bei der Digitalisierung. Also ich glaube, daran führt kein Weg vorbei. Ja, also das Gesundheitssystem digitalisiert sich, die immer mehr Gesundheitsberufe gehen mit dem Tablet herum, ja, die Daten werden vernetzt, auch Konsumenten, Versicherte nutzen digitale Tools, um irgendwie was nicht, ihre Pensionsversicherung wieder anzuschauen oder ihr Pensionskonto anzuschauen und so. Ja. Mhm. Also das passiert. Und ich glaube, durch das, dass auch, das war vielleicht wirklich eine gute Entscheidung, eine der besten Entscheidungen von der österreichischen Gesundheitskasse am 13. März schon, dass auch dieses diese E-Medikation möglich geworden ist und dass auch telemedizinische Konsultationen abgerechnet werden können. Das, glaube ich, hat schon einen Schub gegeben, wobei ich bin jetzt wieder der Gesundheitswissenschaftler und sage, jetzt müssen wir nur schauen, dass das Richtige auch richtig passiert. Ja? Also nur Digitalisieren ist jetzt per se nicht automatisch auch das Richtige und Telemedizin ist automatisch auch nicht das Richtige. Also man muss schon sehr darauf achten, dass wir es jetzt auch richtig machen. Und wo ich Sorge sehe, ist, dass wir zum Teil eine Technik von 2020 trifft zum Teil auf eine Systemstruktur aus den 70er Jahren. Ja, also Sozialversicherung ist eine Struktur aus den 70er Jahren. Ob sie jetzt zusammengelegt worden sind oder nicht, ist wurscht, ja. Das sind 70er-Jahr-Organisationen. Ja. Das hören sie zwar nicht gerne, aber so ist es halt. Ja. Und du hast quasi ein Denken der 70er Jahre, 80er Jahre und plötzlich hast du moderne Technologie 2020. Ja. Und du hast durchaus auch Akteure und Epidemiologie und Demografie natürlich auch aus dem Jahr 2020. Und wie macht man das jetzt kompatibel? Also man müsste, ich weiß nicht, wie es gelingt, ja, aber man müsste irgendwie auch die Strukturen, die Organisation von Sozialversicherung, durchaus auch Standesvertretung, Länder, Bund, man müsste da alle die Dinge man irgendwie auf den Stand von 2020 bringen. Ich weiß noch nicht, ob uns das gelingt, ja, weil das sind Strukturen, da hängt die Politik mit drinnen, da hängt Geschichte mit drinnen, da hängen viele Posten, Ämter mit drinnen, das ist eine Feudalgesellschaft und so weiter. Ja. Also, Sie merken schon, ich tue mir recht schwer, das ist Konstrukt zu beschreiben, aber es ist nicht ganz kompatibel mit dem, was Sie gerade als Innovation beschreiben. Ja. Also die Innovation, ja, wie schaffen wir es? Ja? Im Prinzip gäbe es ja, also ist Innovation ja etwas, was auch sehr stark natürlich dezentral funktioniert, dass einzelne Akteure, die eben mit ihrem Datenpool zum Beispiel agieren oder mit einer gewissen Autonomie auch agieren können, dann gegebenenfalls. Aber da bin ich skeptisch. Also ich bin da skeptisch. Das gelingt ihnen im privaten Bereich und die sind super innovativ. Also die Privatversicherer sind super innovativ im Kundengenerieren und parallele Gesundheitssysteme aufzubauen. Ja? Im stationären Bereich, genauso wie im Pflegebereich, auch im Präventionsbereich oder im niedergelassenen Bereich. Das boomt gerade. Ja? Aber ich bin skeptisch beim öffentlichen Bereich. Ja? Und jetzt haben wir wieder ein Problem. Während der private Bereich quasi Strukturen hat, die durchaus auch schon dementsprechend, aber jetzt mit einem ganz anderen hinteren Gender, ist der öffentliche Bereich irgendwie, steht noch irgendwie ratlos daneben und schaut irgendwie diesem Geschehen zu. Ja? Mhm. Wobei das ist jetzt keine Wertung, ja? Es ist einfach nur eine Beobachtung. Also wir haben glaube ich, gerade eine ziemliche Verschiebung im sogenannten Public-Private-Mix, nennen wir das, also im öffentlichen, privaten, was das Gesundheitssystem betrifft, und zwar alle Bereiche des Gesundheitssystems. Ja? Und ich sehe das schon auch mit Sorge, ja? Weil ich bin ein Anhänger des solidarischen, öffentlichen, finanzierten Gesundheitssystems. Ja? Aber das ist, glaube ich, auch der Erfolgsfaktor gewesen, ganz am Anfang, dass wir ein solidarisch steuerbares, öffentliches Gesundheitswesen hatten, wo einer auf den Tisch klopft und sagt, das passiert jetzt und ihr schließt eure Stationen. Das kann man jetzt, wie ich anfangs gesagt habe, auch kritisch sehen. Aber das ist ein steuerbares Gesundheitswesen, das ist halt in Italien nicht gewesen, das haben wir in den UK, in Amerika nicht. Und das ist der große Vorteil in großen Teilen Europas, dass wir daran noch glauben, Gott sei Dank, dass es ein Teil unserer Gene ist, dass wir an die Solidarsysteme glauben und sie aufrechterhalten. Vielleicht gibt es von dir. Vielleicht zu dem ergänzen, also ich bin auch für ein solidarisches Gesundheitssystem. Ich glaube, dass wir nur über die Gesamtstruktur nachdenken müssen, so wie jetzt gesagt. Weil du machst schon seit 30 Jahren, jetzt ja, seit 40 Jahren. Na, aber in dem Sinne, dass wir das reinziehen, was jetzt passiert. Und ich sage immer, digital vor ambulant, vor stationär. Fakt ist,
dass Menschen im Internet suchen und schauen, ich habe Kopfschmerzen, was passiert. Fakt ist, dass die irgendwas finden und dann sagen, ich habe das und gehen so ins Gesundheitssystem. Wenn sich das Gesundheitssystem damit auseinandersetzt, dass das Realität ist, dann baut das Gesundheitssystem die Schienen des 21. Jahrhunderts. Ja. Die Waggons, die drauf fahren, das können private genauso sein. Ja, ich vergleiche das immer auch mit der Mobilität. In einer Mobilitätsplattform ist die politische Aufgabe, das Rückgrat, die Schienen zu schaffen. Die Endapplikationen, wer wo wie was macht, das kann durchaus der Private machen. Aber die politische Aufgabe, das heißt quasi, um diese Governance abzubilden, muss ich die Schienen bauen. Mhm. Das mache ich in der Mobilität. Dort haben wir das. Wir haben das in Wien mit Wien Mobil, mit vielen Ankopplungen zwischen den Wiener Linien, einem Carsharing-Anbieter, einem Scooter-Anbieter. Das funktioniert auch. Und Ähnliches stelle ich mir im Gesundheitssystem vor. Das ist jetzt nicht Elga, das ist eine andere Thematik, sondern eine Art von Leitsystem für den Einzelnen, der ihm auch hilft und unterstützt. Wie komme ich von A nach B? Das, glaube ich, ist, was wir schon dringend brauchen, weil dann fühle ich mich auf diese gesamten, in dieser gesamten Gesundheitslandschaft auch wohler, es ist einfacher, ich bekomme bessere Informationen, es ist transparenter und ich habe auch ein Stück weit mehr Eigenverantwortung in dem System und ich halte das auch schon für eine wichtige Voraussetzung, ja, dass man nicht alles nur auf den Staat abschiebt und sagt, der wird es am Ende des Tages eh machen, dann gehe ich halt ins Spital. Das kostet ja der Allgemeine unglaublich viel, auf Kosten anderer. Das ist alles andere als solidarisch. Solidarisch wäre es, wie dieses Grundprinzip ist, quasi die Behandlung am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt. Und da, glaube ich, brauchen wir schon so etwas wie ein Leitsystem, ja, das jeden Einzelnen dorthin führt. Wir haben es ja jetzt gestartet mit dieser Gesundheitshotline 4050, die jetzt quasi als Corona-Hotline in der Krise umfunktioniert wurde. Aber warum nicht davor auch einen, sage ich, digitalen Chatbot schalten, indem ich einmal meine Symptome sammle. Ja, ja, also einfach eine Art von Gesundheitstagebuch sammeln. Also, und das wird dann einfach weitervermittelt. Und dann ist die Art der Diagnose einfach viel präziser, als wenn ich direkt nach Stunden am Telefon hänge und mich jemand fragt, was haben Sie genau? Also ich kann so weit mit der Argumentation, dass ich sage, es gibt ein Bedürfnis von den Bürgerinnen und Bürgern in diese Richtung. Und wenn ich das ignoriere, dann passiert das trotzdem irgendwie. Ja. Aber auf der anderen Seite sage ich jetzt wieder, wir müssen unglaublich darauf achten, dass wir die soziale Dimension im Gesundheitssystem und im Pflegesystem nicht verlieren. Ja, das hat sehr viel mit Menschen zu tun. Also ich muss diese Menschen gut ausbilden, ich muss sie gut bezahlen, ich muss ihnen gute Rahmenbedingungen geben. Weil ich glaube, die Qualität einer Versorgung entsteht, glaube ich, auf der sozialen Ebene. Ja. Und das Digitale von mir aus, das ist sozusagen der Rahmen, wenn man den sinnvoll einsetzt. Aber es ist, da begegnen Menschen Menschen. Ja? Und die einen fühlen sich hoffentlich wohl auf ihrem Arbeitsplatz und die anderen fühlen sich hoffentlich wohl gut versorgt und werden auch gut versorgt. Ja? Und das, also gerade diese regionalen Versorgung, in dieser monatnahen Versorgung ist das zentral. Ja? Absolut, absolut. Ja. Und dann vielleicht dazu, Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Davor steht immer, wie verändere ich die Prozesse und die Abläufe. Ja. Und dann rede ich. Es macht ja keinen Sinn, festgefahrene Strukturen zu digitalisieren, dann ist der Output auch nicht besser. Also ein Beispiel, also in Holland gibt es ein Pflegemodell, so also wir würden sagen Hauskrankenpflegemodell, das heißt dort jetzt Nachbarschaftshilfe, Bürzorg, und ich weiß gar nicht, das kann man sich selber anschauen, aber ich finde diese Kombination zwischen dem klassischen Modell der Pflege, also das sozusagen selbstständige Teams, die aber wirklich Pflege machen, wie sich die Pflege vorstellt, ja, aber kombiniert jetzt mit wirklich Hightech-Digitalisierung, ja, mit eigenem Internet, ja, also das ist einfach, du siehst, es funktioniert, ja, also du kannst die beiden Dinge kombinieren, du musst es nur richtig machen, ja, und ich glaube, das ist ein bisschen so die Herausforderung, das war für mich Innovation, ja, das ist für mich Innovation, du musst den 300, 400 Jahre alten Bauernhof nicht abreißen, du kannst ihn so modern umbauen, dass er super schön ausschaut und wohnniedlich ist und trotzdem die Struktur erhalten bleibt, du kannst Dinge kombinieren, du musst es nur richtig machen, ja. In gewisser Weise reden wir da hier über etwas, was ja natürlich gleichzeitig passieren muss. Auf der einen Seite bringe ich digitale Tools hinein in das Gesundheitssystem, erweitere vielleicht die 1450-Hotline und muss natürlich die Struktur, die darunter liegt, ja auch insofern ändern. Und ich erinnere mich an viele, viele, viele gesundheitspolitische Debatten, die am Ende des Tages immer wieder halt natürlich an föderalen Themen, an Themen, ja, zwischen niedergelassenen und stationären österreichische Bereich. Leiden. Wir reden im Kreis seit 40 Jahren. Und zwar bei ganz vielen Themen. Die Zeiten verändern sich, ja, die Digitalisierung kommt, die Welt verändert sich, aber die Themen bleiben.
Wie die britannischen Gebetsmühlen, ja? Ja. Ist so. Wir werden älter damit. Genau. Wir verlieren unsere Profession damit. Ja, genau. Aber schließen wir vielleicht dann die Runde vor den weiteren Publikumsfragen dann noch ab. Gibt es dann abseits der Furcht davor, dass wir in 20 Jahren über dieselbe tibetanische Gebetsmühle reden, trotzdem gerade auch Innovationsmöglichkeiten und Räume, die man genau an diesen Strukturschwächen aktuell sieht, also die Sie, ich meine, ich nehme einmal an, Sie haben beide in den vergangenen Jahrzehnten auf die eine oder andere dieser Strukturschwächen auch hingewiesen und lautstark hingewiesen. Gibt es da Dinge, wo Sie aktuell sehen würden, das könnte man durch diese aktuelle Scheinwerferbeleuchtung des Gesundheitssystems in der Corona-Krise auch gegebenenfalls verändern zum Positiven? Ja. Ich komme zu meinem Lieblingsthema. Und das heißt, Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln und neuen Technologien. Da haben wir eine Ansammlung von Systemfehlern. Wir haben Arzneimittelbehörden, die nennen sich Behörden, obwohl sie zu 90% von der Pharmawirtschaft bezahlt werden und eigentlich den Namen Behörde, also zumindest in meiner Diktion oder in der Aura, die damit, also die Konnotation, die damit schwingt, nicht verwendet werden sollte. Aber wir haben ein Forschungs- und Entwicklungssystem für nicht bedarfsorientierte Technologien, weil unser Forschungs- und Entwicklungssystem ein solches ist, dass wir freie, verfügbare Forschungsgelder geben und danach, wenn aus dieser Forschung etwas herauskommt, die mit den öffentlich entwickelten Tools, Gadgets, Arzneimitteln patentieren lassen und privatisieren, also den Gewinn privatisieren. Wir haben das Risiko öffentlich, indem wir die Forschung, die ganze risikoreiche Forschung öffentlich finanzieren und dann privatisieren wir den Gewinn. Und wenn Sie sagen, Sie sind Ökonom, dann werden Sie vielleicht die Mariana Mazzucato kennen, die seit Jahren dazu ein Buch nach dem nächsten herauswirft, dass da etwas extrem Unfaires passiert, dass wir unglaubliche Mengen an Geld dafür ausgeben. Und jetzt sehen wir plötzlich über die Pledging-Konferenz, über die Geberkonferenz, die von der Leyen in die Höhe gebracht hat, dass wir 8 Milliarden Euro auf die Beine stellen konnten in ganz kurzer Zeit, innerhalb von einer Woche, wo bedarfsorientierte Forschung angeleiert wird. Das, was wir seit Jahren wollen, wir neue Antibiotika. Nein, es passiert nicht, weil es eben genau diese, der Bedarf muss definiert sein. Ich gebe in Auftrag, ich gebe meinetwegen 5 Firmen in Auftrag, dass sie an einem Ergebnis arbeiten. Einer wird dann zu dem Ergebnis kommen, dem gebe ich dann ein Preisgeld, das meinetwegen sehr hoch ist, weil das sind ja Privatfirmen wollen wieder in andere Forschung investieren. Aber dass das jetzt genau passiert, dass wir bedarfsorientierte Forschung bekommen, wir werden eine öffentlich finanzierte Impfung kriegen und die öffentliche Hand wird hoffentlich so klug sein, endlich Konditionen an das öffentlich vergebene Geld. Weil es gibt keinen einzigen Grund, warum das öffentlich finanzierte Wissen patentgeschützt ist. Warum geht das nicht in einen Open Access Patentpool hinein, wo die ganze Welt sich an diesen Patenten bedienen kann? Alle reden von Open Access, nur da alle glauben, dass nur in der Pharmawirtschaft Innovation passiert. Das ist ein Blödsinn. Aber jetzt, bevor wir über das Thema Patente dann zu weit reden, mich würde da interessieren, das ist ja, Sie haben die Pledging-Konferenz von der Leyen auf EU-Ebene angesprochen. Ist der Forschungsstandort Österreich da kompetitiv? Ich bin Europäerin und so nebenbei auch noch in Österreich geboren und Österreichin. Forschungsstandort Österreich, das ist eine Liga, in der ich nicht spiele. Über sowas diskutiere ich nicht. Okay. Reden wir über den Forschungsstandort Europa. Okay. Es gab jetzt zwei Fragen, die ich jetzt noch einstreuen möchte. Eine richtet sich direkt an Herrn Sprenger und die Frage, warum man im Expertenrat, wo es gegebenenfalls so wichtig gewesen wäre, die eigene Position auch zu kommunizieren und zu artikulieren, aufgehört hat und wie werden Sie sich weiter gestalterisch einbringen, auch gegen Widerstände? Ich glaube, das muss man mal aufklären. Wie der Beirat konstituiert worden ist, das kann man nachlesen. Ja. Mhm. Man beschließt halt irgendwie, einen Beirat konstituieren, wie man dann in so einen Beirat eingeladen wird. Das klingt spektakulärer, als es ist. Man wird einfach gefragt und man sagt ja oder nein.
Der Beirat, ich habe ja gesagt. Ich habe in dem Fall ja gesagt, ja. Und der Beirat besteht ja, also der Beirat, in den ich hineingekommen bin, das waren 13 Mediziner und Medizinerinnen und 2 Nicht-Mediziner und Medizinerinnen, und das war am Anfang dieser Pandemie für mich auch stimmig, weil es ist ja vor allem um ein virologisches, medizinisches Krankenversorgungsverständnis gegangen. Und es war dann ab 1. April nicht mehr stimmig, das glaube ich, habe ich jetzt auch schon öfters genug gesagt und habe ich auch darinnen schon gesagt, weil es um eine gesamtgesellschaftliche Perspektive geht. Und damit war für mich auch, das war auch die ganzen Diskussionen, die dort geführt wurden, nicht mehr stimmig. Das ist nicht geöffnet worden, und jetzt könnte man sagen, selbstkritisch, ich habe es auch nicht geschafft, das zu ändern, ist so, aber dann mache ich den Platz frei, und ich bin ja sehr gut ersetzt worden von einer Bioethikerin, besser geht es ja nicht. Ja. Und die Frage aufs gestalterische Einbringen? Ich glaube, das ist immer die Frage, also die Frage, in dem Fall wahrscheinlich eher medial. Ja, genau, was heißt gestalterisch Einbringen? Ja? Heißt das, dass man sich da hereinsetzt und gestreamt wird? Oder dass man jeder Anfrage von Zeitungen sofort nachgibt und jeden Talk mitmacht, ja. Also das ist nicht mein Ding. Ja. Das glaubt mir ja keiner, aber das mag ich nicht. Ja. Und weil man ja schnell instrumentalisiert wird. Und also, ja, also natürlich. Aber ich möchte eher genau diese Frage nutzen. Was braucht eigentlich in Österreich und was hätten wir eigentlich schon seit Anfang April gebraucht? Ja? Wir hätten regionale Treffen, Diskurse gebraucht, wer immer das organisiert. Das könnte man auch parteiübergreifend übrigens organisieren. Ja, das ist ja, man sagt einfach, wir machen jetzt eine Bürgerversammlung in der Gemeinde XY oder Region XY. Und da laden wir Leute ein, und wir können das auch regelmäßig machen, dass jeder, so dort, der Unternehmer, der Gasthausbetreiber, die Lehrerin, die Kindergartenpädagogin, jeder kann seine Sorgen einbringen, seine Fragen einbringen. Und man muss nicht alle Fragen lösen, man redet einfach mal drüber. Ja. Und wie man immer, das kann man auch strukturieren, das Ganze. Ja. Wir müssen anfangen, in Kommunikation zu gehen. Wir müssen weg von dieser Top-Down-Kommunikation, die wir jetzt auch schon seit Monaten durchziehen. Ja. Und das ist jetzt genau das skandinavische Modell. Die Skandinavier machen das nämlich. Das kriegen wir noch nicht mit. Aber ich habe Leute in Skandinavien, da wird auf regionaler Ebene heftig debattiert, durchaus auch gestritten, aber sie reden drüber. Ja. Und damit hat man, glaube ich, auch das Gefühl, dass man ein bisschen partizipiert, ja? Wenn wir schon bei Partizipation sein. Wir sind 9 Millionen Leute, ja? da entscheidet nicht einer, wie es läuft. Ja? Sie sind ja von Ihrem Hintergrund her Experte für Public Health. Hat Sie ein bisschen überrascht, auch wie das kommunikativ politisch, was ja natürlich ein essentieller Teil im Diskurs Bürger und Politik dann auch war, wie es da gelaufen ist in den letzten 3 Monaten, haben Sie da diesen Faktor Kommunikation und wie bringt man dann die Erkenntnisse und gegebenenfalls auch die Debatten, die Sie im Beirat ja sicher auch wissenschaftlich und auch im Streit, im Dissens manchmal geführt haben, wie man das gegebenenfalls auch in die Bevölkerung hineinbringt, in die mediale und in die demokratische Öffentlichkeit. Also nochmal zum Beirat, ja, wenn da 20 Leute sitzen und sie haben 1,5 Stunden Zeit, dann hat jeder von denen, und da gibt es ja Leute, die natürlich mehr Redezeit haben, haben sie genau 2 Sätze. Also so viel zum Streit. Also du musst dir genau überlegen, was willst du sagen. Und wenn sich das Ganze noch online abspült, ja, dann wird es noch schwieriger. Ja. Und also wie klinke ich mir da rein? Also wie hebt man die Hand und so weiter? Also jeder, der das jetzt miterlebt hat, weiß, wie das ist nicht so einfach. Ja. Aber also Public Health, denke ich mal, diese Perspektive, die man da reinbringt, ja, also diese eher Bevölkerungsperspektive, ist ja ständig mit dieser Abwägung. Ja, also, und das ist kein besonders sozusagen kompatible Perspektive, weil sie immer aneckt, einmal bei der Seite, einmal bei der Seite. Es ist ja keine Schwarz- und Weiß-Betrachtung. Ja. Du bist immer in diesem Grau. Du sagst nur, ja, es hat Nutzen, ja, aber es hat natürlich auch den Schaden. Lass uns drüber reden. Ja. Also, wie bewerten wir den Nutzen? Den kann man ja auch nicht einfach bewerten. Wie bewerten wir den Schaden? Und versuchen wir das mal auszudiskutieren. Ja. So gehen wir an die Dinge heran. Und das finde ich spannend. Deswegen liebe ich das auch, so drauf zu schauen. Aber du ärgerst da ständig Leute damit. Ja? Das ist mir natürlich vollkommen bewusst. Der Counterpart der Politik ist ja der Journalismus. Und der hat total versagt, zumindest in den ganzen März bis in den April hinein. Gab es keine ausgewogene Berichterstattung, dass man eine andere Haltung als die politische, öffentliche Haltung haben könnte. Oder dass es andere Argumente gibt, anders vorzugehen. Mhm. Opposition hat Chance gemacht. Bitte? Ich sage, wir haben aus der Oppositionssicht schon sehr, sehr stark auch sehr viele Themen eingefordert hinsichtlich der Transparenz, der Testungen, der Daten etc. Also ich glaube, geht natürlich unter in dieser extremen medialen Berichterstattung, aber da sieht man, wie wichtig genau das ist, auch in solchen Krisen das zu machen. Gegebenenfalls ist das ja dann auch, der Diskurs ist ja in gewisser Weise hier
es ist nicht der Gegenpol, aber das, was in Österreich so oft beschworen wurde, war ja der nationale Schulterschluss. Ja. Als Zitat, das wird immer noch beschworen. Und das ist natürlich etwas, was dem diskursiven Element, dem vielleicht auch mal Streiten drüber, offen reden, auch die Unsicherheit ansprechen, natürlich etwas gegenstellt. Es führt mich auch zu der nächsten Frage. Aber vielleicht darf ich nur kurz auf diese Forschung noch, noch kurz replizieren. Ja, und das sehe ich absolut auch in einer europäischen Dimension Forschung. Aber das definiert sich natürlich schon auch über, gerade sage ich im Sinne von einer Europa der Regionen und auch einer Europa der Forschungsregionen. Und da sehe ich Wien schon als sehr, sehr großen Hub, sehr, sehr große Chance. Und ich glaube, das müssen wir schon stärken. Da kann ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt Europa insgesamt. Das manifestiert sich auch tatsächlich in der Region. Und das ist schon etwas, was wir standortpolitisch in Wien deutlich stärker nützen müssen mit dem Potenzial, das wir haben, mit den verschiedensten Institutionen und den Playern. Und wenn wir immer von der lebenswertesten Stadt sprechen, dann sollte sich das auch in dem Sinne materialisieren, dass hier auch die besten Köpfe sind, dass hier die Spitzenforschung betrieben wird und dass hier auch ein Ort dieses wissenschaftlichen Diskurses ist. Vielleicht auch beispielhaft, vielleicht auch, und ich finde das Beispiel durchaus gut, bei manchen kritischen Fragestellungen in Bürgerforen, ja, um gewisse Themen auch entsprechend. Wobei der Weg des Ziels ist. Das ist gar nicht das Ziel des Ziels, sondern der Weg ist das Ziel. Das darüber reden ist das Ziel. Das Miteinander reden ist das Ziel. Ja, aber auch die Definition von Innovation. Wenn wir Innovation immer nur technologisch definieren, nicht nur, ist auch viel sondern sozial, ja. Über sozialwissenschaftliche Kanäle, dass das, was eh schon da ist, dort ankommt, wo es ankommen soll. Also bei den Patienten ankommt, dass die Adhärenz groß ist, dass die Wege eben da sind. Dann kann das zu einem deutlichen sozialen Innovation führen, die nichts mit Technologien zu tun hat. Ich würde ein anderes Beispiel nehmen. Also jetzt haben wir ja quasi in der Phase des Stillstands oder mehr oder weniger Stillstands, haben wir ja irgendwie alle gesehen, wie sich die Stadt verändert. Ja? Also ich bin aus Graz, auch Graz hat sich verändert. Ja? Und wir haben irgendwie gelernt, die Fahrradgeschäfte waren übrigens ein Riesengewinner. Ja? Die haben, glaube ich, Fahrräder verkauft, Ende nie. Und man hat plötzlich ein Momentum in Richtung einer anderen Mobilität im urbanen Raum. Ja? Und wie könnte man darauf reagieren? Man könnte das Momentum großartig nutzen, ja, und aber mit einer wirklichen Geschwindigkeit den urbanen Raum endlich einmal so zu verändern, wie er schon längst verändert gehört, nämlich in Richtung einer neuen Mobilität. Was tun wir? Wir versäumen das Fenster, ja, machen ein paar Pop-Up-Radenwege, ja, so ein bisschen marketingmäßig. In Wirklichkeit fallen wir wieder zurück in die alten Muster. Ja, und Verschrottungsprämie, Milliardenstützung von Fluglinien, ja, Klimakrise ist irgendwie... Pff, ja. Also Innovation wäre auch, dass man diese Fenster erkennt. Ja. Die muss ich als Individuum, als private Person erkennen. Hin und wieder machen sich Fenster auf im Leben und die kann sagen, ich gehe durch oder nicht durch. Und als Gesellschaft, glaube ich, wäre das eine echte Chance gewesen. Ja? Weil ich glaube, die Bevölkerung hat da gewisse Readiness gehabt jetzt, eine gewisse Bereitschaft. Aber ich glaube, das war genau mein Punkt. Mein Punkt vorher war nicht so sehr der Patentschutz, über den kann man auch streiten, aber das ist vielleicht der Neos der falsche Platz. Aber darum, dass man eine andere Forschungs- und Entwicklungspolitik machen könnte, nämlich eine bedarfsorientierte und keine offene. Alles ist offen und das, was am besten kommerzialisierbar ist, das erfinde ich jetzt. Das bringt das öffentliche Gesundheitswesen nicht weiter. Beziehungsweise es ging hier auch, glaube ich, ganz stark eben auch um den Punkt, ein bisschen, ich meine, die Standortfrage ist ja eine, die jetzt in dieser Krise ja auch aus einem anderen Grund sehr stark gestellt wurde, nämlich auch wenn wir daran denken, wo Pharmazeutika produziert werden. Wir haben dieses ganze Thema gehabt von Wertschöpfungsketten, die zerrissen worden sind in diesen 3 Monaten und daher eine auch bei der Pledging-Konferenz von der Leyen, die sehr stark quasi auf den Innovation zum Forschungsstand oder Europa eingegangen ist. Und ich glaube, von daher ist es auch, wenn es ein paar, sage ich jetzt mal, in die politische Innovation gehende Aspekte aus dieser Krise gibt, ist einer schon der, sich die Frage zu stellen, was den eigenen Forschungsstandort, den eigenen Wissenschafts-, auch dann pharmazeutischen Standort betrifft, was da gegebenenfalls auch die Nische ist. Oder aber da sind wir bei den Lieferketten oder bei den Lieferengpässen, da sind wir bei den Open Access Pools. Ja, das eines gibt es andere. Vielleicht eine Kombination, die man sieht, weil auch der Begriff der Übersterblichkeit war jetzt einer, der während der Covid-Krise sehr stark diskutiert wurde. Ich weiß, ein gefährlicher Begriff, wo man sagt, sieht man nicht. Aber das Spannende ist ja, dass ich zum Beispiel klimarelevante Themen, ja, also im Sinne der Übersterblichkeit, durchaus
andere Peaks sehe, wenn ich zurückschaue, 2003 Frankreich, ja, mit einem extremen Peak aufgrund auch der Hitzethemen. Mhm. Die Chance, die ich schon noch sehe, ist, dass über die Thematik Covid als Krise auch dann der Blickwinkel in Richtung Klimaschutz, ja, was hier zu tun ist, und da sind wir sehr stark, und deswegen sind wir hier im urbanen Bereich der Stadtentwicklung. Das heißt, wie gestalte ich diese Städte, dass sie mobil interessant sind, dass sie gesund sind. Ja, ein Thema, das ich immer wieder sage, ist, wir müssen den öffentlichen Raum so gestalten, dass ein Kind mit dem Fahrrad sicher in die Schule fahren kann. Ja, ich glaube, das sind auch Planungskriterien, über die wir jetzt noch sehr viel stärker reden müssen. Also wenn wir uns mit dem gleichen Fanatismus draufstürzen würden, genau, mit dem wir uns jetzt gerade in die... Das wäre durchaus auch eine Chance, die man da ergreifen schnell könnte. Erledigt. Ja. Es war ja auch, um das Thema Stadtplanung da noch einzubringen, natürlich auch eine... Ich bin jetzt kein Mediziner, sondern nur ein statistischer Laie in dem Kontext. Aber erste Studien haben ja auch auf den Zusammenhang zum Beispiel von Luftverschmutzung und damit auch natürlich Verkehrspolitik im weiteren Sinne, ja, auf dann die Covid-Situation für die Risikogruppen, genau, sehr stark. Aber nimm mal ein anderes Beispiel, ja, weil es irgendwie wieder so spektakulär war. Ja? Du hast einen riesengroßen fleischverarbeitenden Betrieb in Deutschland. Ja? Mhm. Und dort werden... zwischen so 2000 Leute positiv getestet. Ja, wir reden über positiv Getestete und zweite Welle, anstatt dass wir mal grundsätzlich darüber reden, was ist eigentlich so ein Betrieb? Ist das nicht ein Symptom einer kranken Gesellschaft, diese Massentierhaltung? Also anstatt dass wir diese Grundsatzdiskussion führen, ja, wie wir eigentlich Nahrungsmittelproduktion in der EU fördern, wo man, da geht ja auch öffentliches Geld massiv hinein. Die Korridorzüge aus Rumänien, ja, auch. Und solche Dinge. Nein, wir verkürzen die Diskussion wieder auf rein positiv gesetzte Fälle, und kaum, dass das Geschehen irgendwie abflacht, ist die Diskussion auch schon wieder weg. Das hätte man nutzen können. Wir hätten echt nutzen können über auch Pflegediskussionen, 24-Stunden-Betreuerinnen. Die karren wir mit Zügen da rein. Wir haben vorher nie über sie geredet, gescheit. Ja, wir haben es irgendwie so gelöst. Wir haben so nebenbei das Kind, ja, Kinderbeihilfe gestrichen. Und, genau, und wir werden nachher wieder nicht drüber reden. Der Pflegebereich insgesamt ist wahrscheinlich einer der größten Baustellen überhaupt in unserem Gesundheitssystem. Ja? Ja, jetzt poppt er kurz auf und dann ist er schon wieder weg. Ja? Wir sind schon ganz seltsam, ja, muss ich sagen. Ja? Nee, vielleicht der Aspekt, der hier wahrscheinlich auch noch reinkommt, ist der, wo wir eigentlich angefangen haben, als wir über die aktiven Fälle gesprochen haben. Es wird nicht differenziert, oder? Es macht einen Unterschied, ob ich einen Cluster habe wie Tönnies, wo tausende Fälle in einem Bereich. Aber der ist mir in dem Fall vollkommen wurscht. Das ist ein Cluster, und den kann man clusterartig betrachten. Das kann man ausdiskutieren, Ende nie, und analysieren und virologisch. Mir geht es einmal um die Öffnung der Diskussion, so wie ich über Klimakrise reden kann oder über Luftverschmutzung in Wien. Das da, also in Graz ist das ist der Ultrafeinstaub ein Riesenproblem, ja, und auch durchaus ein gesundheitliches Problem. Man könnte plötzlich solche Fenster nutzen, um die Diskussion zu öffnen. Man hätte Tönnies nutzen können, um auch jetzt die Diskussion in Österreich mit diesen fleischverarbeitenden Betrieben, da geht es nicht darum, sondern einfach Grundsatzdiskussionen zu führen, einfach mal hineinzuhorchen in die Gesellschaft. Wie wollen wir es denn haben? Ja? Also wie wollen wir es haben? Auch diese ganze soziale Ungleichheit, die da in dieser Pandemie aufgerissen worden ist, ist ja gigantisch. Ja? Also das Erkrankungs- und Sterbegeschehen ist extrem sozial ungleich. Ja? Auch die ganzen Folgewirkungen der Pandemie sind extrem sozial ungleich. Also die Pandemie macht ärmer, deutlich ärmer. Die Kinderarmut wird in Österreich deutlich steigen. Ja? Und also warum führen wir diese Diskussion oder nicht? Ja? Also da frage ich mich, wo sind die Parteien, die eigentlich auf solche Themen setzen, ja, eigentlich? Ja? Wir reden über positiv getestete Fälle, ja, eh wichtig, ja, oder nicht, keine Ahnung. Sind in der Regierung, Ahnung, ja, die Parteien, die, ja, dafür reden, ja, dazu reden sollten? Nee, ich glaube, vielleicht ist das für, ich merke, dass es gegebenenfalls für im Sommer noch oder nach dem Sommer auf alle Fälle mal ein Thema Medien und wie man kommuniziert in so einer Krise geben könnte, weil natürlich sehr viel von dem in der massenmedialen Diskussion herrscht. Wenn ich mir die Parteiprogramme und die Parteiaussagen... Müsst aber über Medienförderung reden. Genau. Müsst über Medienförderung reden, weil wir haben ja wirklich Zurufsmedien, ja? Also Medien, die auf Aufdruck... Das werden wir sehr gerne machen. Ein Punkt, den ich jetzt gerne auch als Abschlussrunde nutzen würde, nachdem wir jetzt schon ein bisschen fortgeschritten sind, ist eine Frage, die auf YouTube reingekommen ist und die ich ganz interessant finde, weil sie natürlich ein bisschen dieses einerseits ins Vorausschauende geht und andererseits an einen Punkt ansetzt, den wir jetzt einige Male hatten, nämlich auch ein bisschen Kommunikation und ein bisschen auch andere Rolle von Gesundheitspolitik. Und die Frage ist, wenn ich das richtig lese von jemandem, der sich offenbar eher so Black Templar auf YouTube nennt, mit welchen Maßnahmen
kann man das Vertrauen von Bürgern und Bürgerinnen in der Corona-Krise wiedererlangen? Und ich nehme mal an, es geht hier um ein Vertrauen, ein institutionelles und gegebenenfalls auch ein politisches Vertrauen. Welche Maßnahmen würden wir hier oder Sie hier sehen, um das Vertrauen auch wieder zu erlangen? Eine abwägende Kommunikation, indem ich die Für und Wider jeglicher politischen Maßnahme, aber auch des eigenen Nichtwissens kommuniziere, das würde für mich Vertrauen produzieren. Ist schwierig. Ich glaube, dass wir überhaupt in einer Zeit leben, das hat vielleicht auch mit sozialen Medien und so Dingen zu tun, wo du einen unglaublichen Vertrauensverlust erlebst zwischen denen, die zwar die Politik wählen und die quasi Politik machen. Also für mich ist immer, also wie auf einer persönlichen Ebene, wodurch gewinnt man Vertrauen zu einer Person, weil man das Vertrauen auch sozusagen zu Recht gibt. Ja? Man wird nicht betrogen, belogen und hintergangen. Also eine Politik, die das nicht tut, ja, ist vertrauenswürdig. Jetzt muss man uns fragen, haben wir eine Politik, der man so weit vertrauen kann, dass sie uns nicht belügt, betrügt und hintergeht? Ich weiß nicht, das ist eine Frage. Also ich glaube, das wäre das Erste. Ja. Sie muss, und zwar eine Politik, die mir das nicht nur vorspielt, sondern das auch wirklich lebt. Ja. Das, und dann braucht es natürlich noch die andere Seite, die auch so eine solche Politik will. Ich bin ja nicht die Mehrheit. Ja. Vielleicht will die Mehrheit belogen, betrogen werden. Vielleicht liebt die diese Bühnenstücke. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich glaube, der Punkt, den Sie vorher angebracht haben zu dem Diskurs, ist einer, der sehr essentiell ist. Ich glaube, Vertrauen ist etwas, was sehr stark dadurch entsteht, dass man auch miteinander ins Gespräch kommt und merkt, natürlich, was ist die Position des anderen, wieso hat er gegebenenfalls diese Position. Und da ist Diskussion und auch das Austauschen von Gegenargumenten ein sehr essentieller Teil. Und genau dieser Ort des Diskurses, der sollte wirklich in den Schulen passieren. Also ich glaube, wenn wir es schaffen, bin ich voll dafür, ja, dass die Schulen dieser Ort werden, ja, wo wir dieses Vertrauen auch, und die Universitäten, also Schulen, Kindergärten, Universitäten, ja, also der Bildungsbereich, ja, dass wir dort im Bildungsbereich den Fokus legen, dort diesen Diskurs schaffen, diesen Austausch schaffen, dass dort Menschen die Möglichkeit haben, sich auch offen auszudrücken, ja, dass sie auch, sage ich, der Rechtsschutz, diese Unsicherheit wegfällt, dann ist das für mich die Basis, weil von dort startet letztendlich alles andere weg. Ein Viertel der Population. Art der Bewältigung der Krise, wenn wir die wirklich auf dieser Ebene im Bildungssystem, diesen Diskurs führen, dann wirkt sich die auf die gesamte Gesellschaft aus. Ja. Ja, das wäre für mich eigentlich der Knackpunkt. Ja. Und dort muss Politik hin. Absolut, sicher also, wirklich. Weil das ist, du erreichst quasi, also zumindest ein Viertel der Population ist sowieso in dem Bereich, ja. Und der dehnt sich dann quasi aus, weil du hast die Eltern drinnen und also indirekt. Ja. Also der Bildungsbereich ist der perfekte Multiplikator. Ja. Aber du musst, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, du musst den Bildungsbereich auch irgendwo, du musst es ihm ermöglichen. Du musst ihm die Freiheit geben. Ja, du musst die Rahmenbedingungen schaffen, genau. Du musst ihn entfesseln. Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt eher, das wäre eine politische Aufgabe. Und das ist wieder die Frage, wollen wir das, ja? Und es ist ein Punkt, der, glaube ich, ja am Anfang, seit gestern haben wir ja sowas wie Sommerferien in einigen Bundesländern nach einem sehr seltsamen Schuljahr, etwas ist, was für die vielen Weiterbildungsangebote, die es in diesem Sommer hoffentlich im Schulbereich auch gibt, gegebenenfalls genutzt werden könnte, nämlich um genau im Herbst vielleicht einige von diesen positiveren und dem Informationsaustausch zuträglichen, das Wissen hier auch so zu streuen, dass diskutiert wird, dass so wie hier auch unterschiedliche Sichtweisen ausgetauscht werden und gegebenenfalls dann damit auch die Diskussion ein bisschen geöffnet wird. Wir haben ja vorher über den Scheinwerfer, wir haben ja hier auch ein paar Scheinwerfer, die unsere Diskussion beleuchten, aber vielleicht werden wir die über den Sommer auch noch ein bisschen öffnen, dass wir die Diskussionen um die richtigen Lehren, die richtigen Maßnahmen und gegebenenfalls dann auch die richtigen Abwägungen, das richtige Risikomanagement, über das wir heute so viel geredet haben, auch in den Herbst mitnehmen und nicht nur unter Anführungszeichen die Angst und die Sorge, die uns vielleicht gerade wieder durch die eine oder andere Schlagzeile vermittelt wird. Ich möchte mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, an meine Diskutanten auch nochmal vielmals für Ihre Zeit, für eure Insights und für die Möglichkeit auch hier auf die Fragen aus dem nicht hier, aber doch anwesenden Publikum einzugehen.
Sollte es noch weitere Rückmeldungen, Rückfragen geben, sind wir auf allen sozialen Medienkanälen und via E-Mail natürlich erreichbar. Wir freuen uns auch weiterhin über Feedback. Für die nächsten Wochen haben wir jetzt selbst ein paar Wochen Sommer eingeplant. Sollte es mit den nächsten Veranstaltungen melden wir uns alsbald wieder. Und ich freue mich auch dann für auf das künftige Interesse, vielleicht auch dann zu entweder einem anderen Aspekt dieser Covid-19-Krise oder noch lieber wäre mir mit einem ganz anderen Thema. Danke für die Aufmerksamkeit jedenfalls. So. Das glaube ich nicht.